Die Wahl steht vor der Tür. Pastor Cho, wen wirst du dieses Mal wählen? Eigentlich ist doch einer wie der andere, oder? Ist es nicht egal, wer gewählt wird? Wer von den Kandidaten ist denn gut? Ich dachte, es wäre ein leichtes zu sehen, welche Kirche mächtiger ist. Vorhin haben sich Pastor Lee und Pastor John gegenseitig verleumdet. Der eine wirft dem anderen inadäquate Beziehungen vor und der andere behauptet, er würde sich bereichern und die Kirchengelder einstecken. Es artet im Haus so kurz vor der Wahl, ja. Sobald die Wahl ansteht, ist die Überheblichkeit der Reichen kaum zu zügeln. Schlussendlich geht es für die mit Verbindungen zum Verband gut aus. Pastor Cho, du solltest dich nicht nur um die missionarische Arbeit kümmern. Diesmal solltest du dein Augenmerk auch auf die Kirche und ihr Ansehen richten. Jetzt wäre es wichtig, sich auf den Verband einzulassen. Brüder und Schwestern, ich möchte, dass wir uns an König David erinnern. Was war die eine Sache, die er am meisten für Gott tun wollte? Könnt ihr es mir sagen, welche das ist? Er wollte einen Tempel bauen. Das stimmt. Darum geht es, für Gott einen Tempel zu errichten. Wir sollten König Davids Beispiel folgen und uns ernsthaft daran machen, gemeinsam einen Tempel aufzubauen, der dem Wohlgefallen Gottes entspricht. Amen. Wir werden uns alle an seiner Seite befinden und über alle Nationen und Völker regieren, um dann über sie zu herrschen und zu gebieten. Halleluja! Amen! Ein Gebet, bevor er die Spendenformulare ausfüllt. O himmlischer Vater, an dieser Stelle tun wir kund, uns der Errichtung deines Tempels aus vollem Herzen zu widmen. Im heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich habe zwei davon. Komm, wir gehen. Oh, ich weiß nicht, wie viel ich geben soll. Liebe Brüder und Schwestern, während des Zeitalters des Gesetzes war es noch üblich, dass die Sünden der Menschen mit dem Blut von Opfertieren wieder gänzlich reingewaschen wurden. Jesus bot sich selbst als Opfer dar. Damit hat er uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst. Amen. Mit diesem Unterfangen bewirkte Jesus, dass alle unsere Sünden ein für allemal vergeben werden. Und so wurden wir alle erlöst. Amen. Amen. Brüder und Schwestern, wir sollten dem Herrn danken und ihn lobpreisen. Bitte setz dich wieder hin. Pastor Cho, heute waren nicht viele Gläubige im Gottesdienst. Nachdem einige Diakone und Älteste die Spendenformulare ausgefüllt haben, haben sie diese nicht vervollständigt. Sie sind alle schwach und passiv geworden. Oh ja, das weiß ich auch. Es gibt keine anderen Mittel und Wege. Ist das nicht alles für die Wiederbelebung der Kirche? Pastor Cho, ist die Erweiterung der Kirche der einzige Weg, den Herrn zu verherrlichen?
Braucht man zur Wiederbelebung zwingend eine solch imposante große Kirche? Kann es denn ehrlich sein, dass das der Wille des Herrn ist? In der Tat, auch ich fühle mich innerlich nicht mehr wohl, wenn ich mir die Kirche ansehe. Ich fühle, ich bin immer noch eitel. Und ich bin voller Gier, Eifersucht, Konflikte. Und das ist der eigentliche Grund meiner Unsicherheit. Denn ich weiß nie, ob der Herr mit dem, was ich denke und mache, zufrieden ist, weißt du? Ich verstehe dich sehr gut. Wir haben dem Herrn viele Jahre gemeinsam gedient, in der Tat. Ich weiß, dass du nur nach deinem Gewissen handelst. Ich wollte immer ein Leben führen, das Gott ähnlich ist. Oft fasten und beten und auch abends damit beginnen, die Schriften zu lesen. Ich wollte rausgehen und alles tun und aufwenden, was mir möglich ist, um den Herrn und andere zu lieben. Ja, das weiß ich auch. Ich bleib nach wie vor ein Gefangener der Sünde, ohne fähig zu sein, das umzusetzen, was ich predige. Ich lebe in einem Zyklus der Sünde bei Tag und beichte während der Nacht. Pastor Cho, du bist zu aufrichtig. Keiner der Leute spricht so etwas aus. Ausgenommen ist davon eigentlich keiner. Wer hat denn die Befreiung jemals erreicht? Wir können den Herrn nur bitten, Erbarmen mit uns zu haben. Ja, auf diese interessante Frage wollte ich schon immer eine richtige Antwort finden. Ich habe keinen Weg gefunden. Auch nicht durch meine ernsthafte Forschung und viele Gespräche mit Pastoren. Übrigens, wie geht es deiner Frau? Hat sich ihr Zustand gebessert? Nein, warum kommst du immer so spät? Hier ist immer noch deine kranke Frau. Kümmert dich denn diese Familie überhaupt noch? Warum sagst du nichts? Mit Brüdern und Schwestern, mit denen redest du. Aber wenn du zu Hause bist, dann sagst du nichts. Als Pastor predige ich Chigo. Und ich lese in all den Schriften. Außerdem habe ich mit vielen kirchlichen Problemen zu kämpfen. Wie soll ich das denn anstellen, den ganzen Tag zu Hause zu sein? Na schön! Du willst ja nur nicht mit mir reden, das ist doch so! Ich bitte dich, in der Kirche ist sehr viel zu erledigen, um das ich mich kümmere. Das solltest du doch verstehen. Wenn nicht du, wer sonst? Diakon Song, guten Abend. Ah, Sie sind schon unterwegs. Natürlich, ich weiß, ich komme sofort dorthin. Ja. Wohin willst du jetzt? Ich besuche Bruder Mir. Du kannst jetzt nicht gehen, ich es ist schon spät. Ich habe den Termin soeben zugesagt. Es ach, ich komme bald zurück. Hör mit diesem Unsinn auf. Du kannst jetzt nicht gehen! Bruder Min kam auch nicht mehr. Ist mir auch schon aufgefallen, bedauerlich.
Pastor Cho. Wie geht's deiner Frau? Ich hoffe, sie wird gesund. Es wird nicht besser. Ja. Wir haben lange für sie gebetet. Was hältst du davon, wenn ihr zwei Urlaub machen würdet? Ich kann das mit der Kirche besprechen. Tja, lasst uns raufgehen. Ihr beide seid in letzter Zeit nicht da gewesen. Stimmt was nicht? Wir waren ziemlich beschäftigt. Ich finde ganz gleich, wie beschäftigt ihr seid, ihr solltet trotzdem zu den Treffen erscheinen. Natürlich, das ist schon richtig. Pastor Cho, das solltest du dir mal ansehen. Worum geht es? Oh, das. Die Zeitung habe ich am U-Bahn-Eingang gefunden. Ausgesprochen gut formuliert, finde ich. Gottes 6000-jähriger Führungsplan ist dabei, ein Ende zu finden. Das Königreich hat für alle sein Portal weit geöffnet, welche die Erscheinung Gottes schon lange herbeisehnen und nach ihm auf der Suche sind. Liebe Brüder und Schwestern, der Augenblick ist da, worauf wartet ihr noch? Was ist es, wonach ihr sucht? Erwartet ihr bereits jetzt, dass Gott erscheint? Oder sucht ihr bereits Spuren, die auf sein Erscheinen schließen lassen? Die Kirche des allmächtigen Gottes? Das ist von der Kirche des allmächtigen Gottes. Ehrlich, handelt es sich um die Kirche, die daran glaubt, dass Jesus wiederkehrt? Ich habe gehört, dass sie bezeugt haben, Jesus wäre wieder hier und hätte eine neue Stufe seines Werks durchgeführt. Das widerspricht allem, was die Bibel sagt. Ist es nicht so? Sie sagen wirklich, dass der Herr bereits zurückgekehrt ist. Seit wann ist Gott wieder da? Warum haben wir das nicht mitbekommen, ha? Steht dazu was in der Bibel? Pastor Cho, ältester Ahn, ich lasse die Worte des allmächtigen Gottes oft. Sie sind sowohl neu als auch tiefsinnig. Lerne zu differenzieren, Bruder Min. Das ist nötig. Du weißt, dass die Wiederkehr des Herrn Jesus eine große Sache ist, die direkt unser Ende betrifft. Das müssen wir ernst nehmen. Das bedeutet unser aller Ende. Du also auch. Unzählige gute Schafe wurden vom östlichen Blitz gestohlen. Findest du nicht auch, dass das sehr seltsam ist? Irgendwie mysteriös? Sie haben bezeugt, ein neues Werk sei durch Gott in Kraft getreten. Bruder Min, entscheide nicht leichtfertig. Denk gut darüber nach. Das Werk der Erlösung durch Jesus den Herrn ist bereits vollbracht worden. Wozu noch eins? Ja, so sehe ich es auch. Jeder von uns weiß, dass der Herr uns allen all unsere Sünden vergeben hat. Mhm, genau. Wir wurden bereits gerettet. Hat Gott wirklich ein neues Werk vollbracht? Wurde ich bereits gerettet? Ich bin mir nicht sicher. Pastor Cho, das gilt auch für mich, wenn diese Worte wahr sind. Wenn es stimmt, bekommen die Dinge eine neue Tragweite. Ich habe das Gefühl, ihr habt ihre Ausführungen akzeptiert. Ich möchte, dass ihr sie von jetzt an nicht mehr kontaktiert. Ihr solltet Buße tun. Thank you.
Vorhin haben sich Pastor Lee und Pastor Yong gegenseitig verleumdet. Der eine wirft dem anderen inadäquate Beziehungen vor und der andere... Es ist mitten in der Nacht. Ich komme gleich zurück. Hör mit dem Unsinn auf. Oh Herr, wenn diese ungesetzlichen Dinge in der Kirche auftauchen. Fühle ich in meinem Herzen Schmerz und Verwirrung, denn ich habe den Weg verloren. O Herr, ich habe gesündigt. Ich kann meine Frau nicht mehr lieben und nicht mehr tolerieren. Ich bin sehr hungrig und durstig in meinem Geist. Meine Predigt entbehrt jeder Erleuchtung. Und ich kann Schwestern und Brüder nicht versorgen. Meine Gebete bewirken nichts. O Herr, wo bist du? Wo bist du hingegangen? Wie kann ich dich finden? Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich rufe noch immer den Herrn an und bete. Hm. Ich hatte nie vor, das zu machen. Doch durch das, was alles falsch läuft, kann ich meine Position nicht mehr halten. Die Brüder und Schwestern deiner Gemeinde sind gute Prediger und Missionare. Die Kirche expandiert gleichmäßig. Es gibt keinen Streit, keine Eifersucht. Der Herr wird glücklich sein. Pastor Han, du weißt, das stimmt nicht. Keiner von ihnen hat die Intention zur Predigt, Mission. Sie streiten ständig, bilden Gruppen und konkurrieren miteinander. Welche Kirche ist zurzeit nicht in Streitigkeiten verwickelt? Hm? Wenn ich nicht mehr bereit bin, sie zu leiten, werden sie sich an mich als einen Stachel in ihrem Fleisch erinnern. Ach, tatsächlich? Du hast alles, was ich mir wünsche. Pastor Han. Kann ich nicht in eurer Kirche predigen? Ginge das? Wovon genau redest du? Du hast so hart gearbeitet, um deine Kirche aufzubauen. Und sie hat ohne Frage schon einiges erreicht, nicht wahr? Ihr missioniert doch auch, oder? Die Frage ist nicht, ob die Gemeinde wächst, die Frage ist doch, ob wir reinen Gewissens vor den Herrn treten können. Das ist doch, was zählt. Natürlich solltest du ihm stets treu dienen, denn nur dann wird er dich auf den richtigen Weg geleiten. Pastor Cho, du solltest jetzt möglichst keine voreiligen Entscheidungen treffen. Komm und unterstütz den Predigerlehrgang unserer Gemeinde. So was habt ihr? Wir haben einen berühmten Theologieprofessor von der Chongqing-Universität eingeladen, Pastor Cho. Die Gäste empfingen viel Unterstützung. Tatsächlich? Wirf einen Blick hinein. Das ist der Trainingskurs, den wir abhalten wollen. Oh, das sieht gut aus. Gefällt mir, mach ich. Ich habe gehört, dass Pastor Cho kürzlich die Kirche gewechselt haben soll. Das hört sich gut an. Pastor Oh, anscheinend hat Gott
deine Gebete erhört und wird dich befördern. Das ist noch nicht sicher. Er ist seit über 20 Jahren dort Pastor. Er genießt bei den Gläubigen hohes Ansehen. Und Pastor Schoes Worte treffen bei ihnen auf offene Ohren. Ich habe gehört, dass du in eine andere Kirche willst. Das hat sich schnell rumgesprochen. Woher hast du das? Shiga, ich habe 200 Millionen Won gesammelt für den Ausbau der Kirche. Siehst du, das Missionsgeld. Nur dazu dient es. Aber ich hoffe auf deine Unterstützung als dein Nachfolger. Pastor O, mach dir bloß keine Sorgen. Egal wie es ausgeht, wir nehmen es. Ja. 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 Pastor O, wir geben unser Bestes, um dir zu helfen. Keine Sorge, Pastor O. Pastor O, alles wird gut werden. Sei versichert, alles der Plan wohl. Ist gut. Pastor Park, es steht geschrieben, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Teil noch Anfall an diesem Wort. Die Kirche gehört Gott, Pastor Park. Und uns steht es nicht zu, sie als Räuberhöhle zu nutzen. Ich weiß, du hast vollkommen recht, Pastor Cho. Aber es stimmt auch, dass unsere Kirche einen Nachfolger braucht. Pastor Park, komm schon, der Herr wird alles richten. Hör zu, Pastor Park, es ist nicht an dir, das zu regeln, er macht das. Es tut mir leid. Ich habe noch einige Dinge zu tun und muss dich jetzt verlassen. Oh, Pastor Cho, Pastor Cho! Sehr gut, so machen wir es. Gut, ich bin dabei. Ja, nur zu. Bitte gehen Sie ihr wieder. Ihr seid die, die nicht gehören. Ihr seid die, die nicht gehören. Es gibt kein Treffen. Sie haben hier nichts zu suchen. Sie haben kein Recht dazu. Aufhören! Sofort aufhören! Schämt ihr euch nicht, euch so aufzuführen? Was ist hier geschehen? Wie hast du erfahren? Schwester Hand, tritt näher. Was fällt euch ein? Raus hier! Bitte, was wollen Sie? Halte dich hier. Warum lasst ihr uns nicht rein? Wir haben ein Treffen. Ketzer kommen nicht mehr rein. Warum behauptet ihr das? Eine Entscheidung der Kirche, Schwester Han. Von nun an ist hier Pastor O der leitende Pastor, Schwester Han. Nein, Pastor O ist hier mitnichten der leitende Pastor. Er ist der stellvertretende Pastor. Ich denke, es besteht keine Notwendigkeit, noch weiter zuzuhören. Warum? Das weil ihr Ketzer seid. Geht endlich. Ihr seid hier unerwünscht. Sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Pastor Cho ist hier. Hört auf zu streiten. Pastor Cho trägt die Schuld an der Spaltung der Kirche. Raus hier! Raus hier! Du bist ein ketzerischer Lakai! Raus hier! Es reicht jetzt! Glaubt ihr, ich weiß nicht, was ihr beabsichtigt? Ich kann es sehr deutlich sehen. Pastor O, hast du es wirklich nötig, zu solchen Mitteln zu greifen? Natürlich kann ich auf der Stelle aufhören zu predigen. Ich kann auch gleich die Kirche verlassen. Dann geh doch endlich! Keiner braucht dich hier! Ihr könnt doch nicht einfach die Menschen manipulieren, indem ihr lügt. Ketzer zu akzeptieren, der manipuliert. Die Wahrheit ist, ich habe nie die Kirche gespalten und auch nie den Herrn verraten. Ich bin also kein Ketzer, das ist die Wahrheit. Und ich lüge nicht. Sieh zu, dass du endlich gehst. Verschwinde endlich, du Lügner. Du hast die Kirche gespalten. Los, geh. Sonst niemand. Na los, geh. Ja, geh. Warum schmeißen die uns raus? Herr, ich rufe dich an. Ich verstehe deine Absichten noch immer nicht, trotz meiner Gebete. Herr,
In die Kirche hat sich das Übel der Eifersucht eingeschlichen. Ihre Pastoren und Gläubigen streiten und verleumden sich gegenseitig. Ihre Gier zur Erlangung von Ruhm und Gewinn ist maßlos und hat die Dimension einer Schlacht angenommen. Herr, diese ungesetzlich handelnden Menschen beunruhigen mich in höchstem Maße. Mein geliebter Herr, ist es wirklich dein Wille, dass ich mich abwende von dieser Kirche? Was verlangst du? O Herr, ich hoffe nur, dass ich deine Fußspuren ausfindig machen kann. O Herr, ich flehe dich an, erhöre mein Gebet und mein Flehen. O Herr, was soll ich tun? Diese Worte erinnern mich sehr stark an meinen Pastor Cho, weißt du? Nachdem er sich den Austausch angehört hatte, ging er, ohne noch einmal nachzuhaken. Es ist eine Schande. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Ah, du meinst Pastor Cho. Sein Name taucht ständig auf in unseren Gesprächen. Wie geht's ihm denn zurzeit? Naja, ich hörte, nachdem er die Kirche verlassen hat, gründete er eine neue Kirche. Doch er hat anscheinend noch viel mehr Probleme zu lösen. Also ich kenne Pastor Cho seit über 10 Jahren, musst du wissen. Und er ist in der Tat einer der pflichtbewusstesten Pastoren, die mir über den Weg gelaufen sind. Ich zitiere hierzu den allmächtigen Gott: Weil der Zweck seines Wirkens immer in der Errettung des Menschen liegen wird und während der Zeit von Gottes Akt der Errettung werden all diejenigen, die errettet werden können, im größtmöglichen Umfang erlöst werden. Keiner von ihnen wird aufgegeben, Bruder Min. Gottes Absicht ist es, wirklich alles zu tun, um den Menschen zu retten. Es ist nur zu hoffen, dass er seine Nachforschungen weiter fortführen kann. Obwohl Pastor Cho sich selber zwar Gedanken zu Gottes neuem Werk gemacht hat, hat er sehr gute Eigenschaften. Er ist ein Mensch, der wirklich an Gott glaubt. Gottes geheime Ankunft und sein Werk der letzten Tage wird den weisen Jungfrauen enthüllt und es fühlt sich genauso an wie ein Dieb, der wertvolle Schätze stiehlt. Solange jemand sich auf die ehrliche Suche nach Gott begibt, ist er nicht verloren, denn Gott wird ihn nie aufgeben. Gut, gute Idee. Ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, wann wir ihn besuchen. Einverstanden. Gut, ich werde ihn fragen, wann er Zeit für uns hat. Die Idee ist fabelhaft. In der Zwischenzeit werden wir noch mehr für ihn beten. Ja, so machen wir es. Ja. Was genau können wir tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Lasst uns mit einem weiteren Abschnitt beschäftigen. Epheser, Psalm 2,8 heißt es: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Das stimmt tatsächlich. Solange wir unseren Glauben behalten, werden wir mit 100%iger Sicherheit gerettet. Amen. Das Evangelium sagt es deutlich. Amen. Wir können uns darauf verlassen, dass es so ist. Der Herr hat uns mit seinem Tod am Kreuz erlöst. Wenn wir an den Herrn glauben, dann müssen wir ihm folgen, vertrauen, zu ihm aufblicken. Amen. Wunderbar. Ich schlage vor, wir singen jetzt ein Lied. Nehmt eure Bücher und lasst uns gemeinsam Näher, mein Gott, zu dir singen. Bruder Min, was die Wiederkehr des Herrn und seine Ausführung hinsichtlich einer neuen Ära seines Werkes angeht, möchte ich darüber nicht sprechen. Ich meine, ich habe viele Texte studiert seit unserem letzten Treffen.
Definitiv kann ich dieser Ansicht nicht vertreten, das ist unmöglich. Sicher ist, unser Glaube an den Herrn leitet sich aus der Schrift ab. Ich bin nicht eurer Ansicht und pflichte dem nicht bei. Genau. Pastor Cho hat mich deswegen extra angerufen. Ich unterstütze seine Meinung, denn Pastor Cho hat absolut recht. Bemühe dich mehr, den Herrn zu suchen. Pastor Cho, ältester Ahn, ich beobachte, dass gegenwärtig eine noch nie dagewesene Trostlosigkeit in allen Kirchen herrscht. Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, wird es immer schlimmer werden. Ist dieses Ereignis es wirklich nicht wert, dass wir es eingehend von allen Seiten betrachten? Ich kann mich nicht auch noch um sowas kümmern. Zurzeit ist es wichtig, dass ich mich mit der neuen Kirche und ihrem richtigen Aufbau befasse. Ich glaube, wenn ich mich auf den Herrn verlasse, dann wird sie schnell wachsen. Pastor Cho, ältester Ahn, zurzeit kämpfen fast alle Konfessionen mit widerrechtlichen Dingen. Das Chaos und die Trostlosigkeit werden immer größer. Die Gläubigen laufen weg und die Kirche geht zugrunde. Ihre Mitarbeiter kämpfen um Ruhm und Reichtum und sind damit beschäftigt, sich intern zu streiten. Die Gläubigen sind gewöhnlich kalt im Glauben und sie gieren nach der Lust des Fleisches. Anstatt dem Ruf der Kirche zu folgen, folgen sie lieber den Trends der Welt. Viele Menschen betrieben den Glauben anfangs mit großem Eifer. Doch mittlerweile werden sie passiv und charakterschwach. Wir müssen herausfinden, was der Grund für den desolaten Zustand der religiösen Welt tatsächlich ist und können dann dort ansetzen. Der Grund? Sag ihn mir. Nenn den Grund. Du weißt anscheinend Bescheid. Der Grund liegt klar auf der Hand. Ganz eindeutig haben die Kirchen das Wirken des Heiligen Geistes verloren. Ihr begeht da einen Lapsus erster Güte. Natürlich, ein paar von ihnen haben vergessen, wofür die Kirche mal gebaut und besucht wurde. Doch andere werden nach wie vor von Gott geleitet. Denkst du, ich wäre sonst noch dabei? Nein, ehrlich. Wieso sagst du, die Kirche wäre trostlos, weil du denkst, sie besäße das Wirken des Heiligen Geistes nicht mehr? Sehr einseitig der Meinung bin ich auch. Deine Meinung beruht nicht auf der Realität. Es gibt sehr wohl Gemeinden, die großen Wert aufs Missionieren legen und voller Gnade sind. Die Gläubigen erscheinen fast immer zu den Versammlungen, die übrigens vorbildlich abgehalten werden. Trotzdem behauptet ihr, der Heilige Geist wirkt nicht auf sie. Nein, das ist weit entfernt von der Realität. Keiner kann ganz eindeutig sagen, dass die Kirche durch sein Wirken wirklich den Heiligen Geist empfangen hat, weil sie gut drauf sind. Das beruht auf Äußerlichkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Wir können dies nicht einfach auf den Enthusiasmus nach außen hin begründen. Und auch ob sie immer neue, aufschlussreiche Erkenntnisse über Gott erhalten und daraus Gewinn ziehen können. Wenn die Menschen nur an einigen Worten und Regeln festhalten und nie irgendwelche Predigten über die Wahrheit hören können, werden sie niemals neue, aktuelle Kenntnisse über Gott gewinnen. Erhält ihr Geist keine Nahrung, von der sie zehren und wachsen können. Ihre tatsächlichen Probleme können also nicht wirklich gelöst werden. Das heißt also, dass die Kirche nicht das Wirken des Heiligen Geistes hat. Es stimmt, das Thema nur von außen zu betrachten, ist falsch. Ich denke, es ist nötig, den geistlichen Zustand der Schwestern und Brüder als Messlatte zu nehmen. Tatsächlich ist derzeit die religiöse Welt eine einzige, ausgetrocknete, riesengroße Ödnis. Und generell findet kein Wirken des Heiligen Geistes statt. Es heißt, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die Offenbarung 3, 17, das letzte Kapitel. In großen Teilen hast du mit dem, was du sagst, recht. Bedenkst du dabei auch, dass die Kirche durch Auf- und Abstiege in den letzten Jahrtausenden gewachsen ist? Natürlich gab es Zeiten, da passierte nichts Nennenswertes. Sie ist nicht ununterbrochen gewachsen und hat geblüht.
Kann schon sein, dass wir gerade wieder eine Krise erleben, doch ich schätze, auch diese Krise geht wieder vorbei. Wir müssen nur vor dem Herrn wirkliche Buße tun und das Evangelium von ganzem Herzen verbreiten. Ich hoffe, bis zum erneuten Aufschwung der Kirche kann es da nicht mehr lang dauern. Pastor Cho, die religiöse Welt ist in einen trostlosen Zustand versunken. Ich glaube nicht, dass das nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Dieser Zustand beruht nur auf einem Fakt. Gottes neues Werk wird von den Menschen nicht beachtet. Behauptest du etwa, Gott hat ein neues Werk geschaffen? Ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Unmöglich! Chegon, ist dir bewusst, dass das der Bibel widerspricht? Der Leib des geliebten Herrn ist die Kirche, die wir retten können, indem wir auf ihn bauen und hoffen. Dieser Weg ist der wahre Weg. Da wir gerade darüber sprechen, schauen wir uns das Ende des Zeitalters, des Gesetzes an, als der Zustand des Tempels ziemlich desolat war. Uns allen ist die Geschichte bekannt. Als er errichtet wurde, war er anfangs erfüllt von Gott Jehovas Ehrerweisung. Alle, die dort Gott Jehova dienten, waren ehrerbietig und respektvoll in seinem Tempel. Keiner handelte unbesonnen, denn andernfalls wäre das Feuer von der Spitze des Tempels herabgestiegen. Sie wären gestorben. Doch wie konnte es geschehen, dass die Priester anfingen, schlechte, unreine Opfer darzubringen, Pharisäer und Geldwechsler ihren Geschäften nachgingen und die Hirten dort ihr Vieh hüteten und verkauften, ohne die Bestrafung durch Gott? Kein Feuer kam von der Tempelspitze. Weil, naja. Der Tempel wurde schließlich zu einer großen Räuberhöhle. Warum, könnt ihr es mir sagen? Ja, bitte, es interessiert mich sehr. Gerne. Gott hat den Tempel auf leisen Fußsohlen verlassen und wollte eine neue Phase seines Werkes außerhalb des Tempels durchführen. Als er sein neues Werk begann, hielt Gott das alte Werk nicht mehr aufrecht. Und das ist der Grund, dass der Heilige Geist dort nicht länger wirkte und dort das Werk Jesu auch zu schützen begann. Damals genossen alle, die Jesus folgten, die Freude und den Frieden, die das Wirken des Heiligen Geistes gebracht hatte. Sie hatten einen neuen Weg eingeschlagen und erlangten die Speisung mit dem lebendigen Wasser des Lebens. Die Rabbiner, Pharisäer und Menschen aber, die weiter an den alten Riten festhielten und Jesus nicht anerkennen wollten, obwohl sie die Prophezeiung kennen, sie verloren das Wirken des Heiligen Geistes und Gottes Schutz und Bestrafung. Durch den Verlust ihrer gottesfürchtigen Herzen verkam der Tempel zu einer Räuberhöhle, genauso wie es in der Bibel geschrieben steht. Ich zitiere den Propheten Amos, der schreibt: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr Jehova, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort Jehovas zu hören. Für die anhaltende Krise der Kirchen bedeutet das also, sie erdulden das gleiche Schicksal wie der Tempel. Gott hat die Kirchen des Zeitalters der Gnade verlassen. Er ist in eine neue Ära eingetreten und sein Werk ist längst vollzogen. Doch die Menschen haben nicht Schritt mit ihm halten können. Ich bitte dich, wie kann man die Kirchen von vor 2000 Jahren mit unseren heutigen modernen Kirchen vergleichen? Müssen wir nur alle an den allmächtigen Gott glauben? Nur dann können wir den Heiligen Geist auch empfangen? Ich glaube es nicht. Das heißt ja, der allmächtige Gott lässt Menschen vor Hunger und Durst sterben, weil sie nicht glauben. Ich versuche nur, es zu interpretieren. Pastor Cho, ältester Ahn, auch ich habe einmal genau wie ihr über 100 Leute betreut. Die einst blühende Kirche verdorrte zusehends und trocknete schließlich ganz aus. Ich hörte davon, dass der Herr wiedergekehrt sei. Ich ging dieser Information nicht weiter nach. Ich versuchte, den Kurs zu ändern und verdoppelte meine Bibelstunden und Gebete. Doch schlussendlich musste ich feststellen, dass ich Gottes Führung und die Erleuchtung endgültig verloren hatte und nie wieder erlangen würde. Mein Geist verdorrte, jeden Tag ein Stückchen mehr. Und meine Predigten brachten auch keinerlei Erleuchtung. Meine Brüder und Schwestern wurden sichtbar schwächer und vegetierten vor sich hin.
Wir drifteten immer weiter weg von Gott und stürzten auf einen Abgrund zu. Doch dann, als ich zutiefst verzweifelt war und ich keinerlei Hoffnung mehr hatte, hatte ich das Glück, das Werk des allmächtigen Gottes vorbehaltlos anzunehmen. Ich erhielt das Wasser des Lebens und mein Geist erfuhr erneut die Freuden der nahrhaften Speisung. Ich habe all die Gläubigen gesehen, die ohne Vorbehalte das Werk des allmächtigen Gottes angenommen hatten. Genau wie ich erfuhren auch sie wieder das Wirken des Heiligen Geistes und lebten im Licht. Endlich verstand ich durch das Wort des allmächtigen Gottes, dass Gott die Kirchen des Zeitalters der Gnade verlassen hat und eine neue Ära seines Werks einleitete. All diejenigen, die das Werk des allmächtigen Gottes ablehnen, verfallen der Dunkelheit und verlieren das Wirken des Heiligen Geistes. Gott wünscht sich ausdrücklich, dass die Menschen so schnell wie möglich aus der religiösen Welt aussteigen, dieser verlassenen Stadt und den Spuren von Gottes Werk folgen. Ich würde euch gerne die Worte des allmächtigen Gottes dazu vorlesen, wenn ihr gestattet. Seite 209. Gott wird es umsetzen und die Sache in Angriff nehmen. Er wird alle Menschen des ganzen Universums auffordern, sich zu ihm zu begeben und den Gott auf Erden anzubeten. Seine Werke an allen anderen Orten werden von nun an ruhen und die Menschen werden von nun an gezwungen sein, den wahren Weg zu ihm zu suchen. Es wird so sein wie einst bei Josef. Jeder kam wegen Nahrung zu ihm und verbeugte sich vor ihm. Er hatte die Mittel, den Hunger zu stillen. Die Menschen werden gezwungen sein, den einzig wahren Weg aufzuspüren, um der Hungersnot zu entgehen und sie abzuwenden. Dazu muss der Mensch den Spuren Gottes folgen, um nicht zu verkümmern. Alle Gemeinden aller Religionen haben Hunger, der stets Nahrung fordert. Und nur der Gott von heute ist im Besitz des ewig fließenden Urquells, der für den Genuss des Menschen zur Verfügung steht. Und die Menschen werden kommen und auf ihn angewiesen sein. Durch die deutlichen Worte des allmächtigen Gottes ist uns klar, nun hat Gott verlangt, dass alle Kirchengemeinden des vergangenen Zeitalters der Gnade ihm das Werk des Heiligen Geistes wieder aushändigen. Er setzt alles auf die, die mit ihm Schritt halten können und ihm auf seinem Weg folgen. Und denen, die seinem Ruf folgen, verspricht er immerwährende Speisung für Körper und Geist. Gleichzeitig haben sie die Bewässerung der Worte des Lebens gewonnen und ihr Geist ist gesättigt. Alle anderen in der religiösen Welt leiden Hunger. Die Menschen sahen sich gezwungen, den wahren Weg zu suchen und zu Gott aufzuschließen, der ihnen vorauseilte. Denn niemand wollte in die Dunkelheit einkehren und damit darauf verzichten, dass Gott sie speist. Also, ich bin ganz und gar nicht deiner Ansicht. Tut mir leid. Unsere Errettung wurde vollbracht und ist damit abgeschlossen. Ich kann mir nicht denken, dass Gott ein neues Werk in die Tat umsetzen will. Unmöglich. Es stimmt und es ist mir bewusst, dass die Kirche schwer kriselt, aber das ist vorübergehend. Es gilt, die Liturgie einzuhalten, unsere Sünden zu bekennen. Noch mehr Buße tun und beten, die Bibel noch mehr studieren. Unser Vertrauen in Gott lässt uns stark werden. Glaub mir. Pastor Cho, ich erinnere eine Stelle in der Schrift. Die Bibel sagt, wo Jehova nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wo Jehova nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Die religiöse Welt sucht Gottes Werk nicht und verliert das Wirken des Heiligen Geistes. Die Bemühungen, das Ruder rumzureißen, zeigen keine Wirkung. Zurzeit zerbrechen sich viele Mitarbeiter den Kopf, um der Kirche neuen Glanz zu geben. Und dafür versuchen sie in allen Bereichen innovativ vorzugehen. Man versucht, die Missionsarbeit noch weiter auszudehnen und erhöht die Studienlehrgänge und andere. Ich bitte dich, was soll denn falsch daran sein, so etwas zu tun? Es ist nichts falsch daran, nur zeigt es auch irgendeine Wirkung? Kannst du es mir sagen? Obwohl die Kirche den Anschein der Lebendigkeit vermittelt und auch sehr aktiv wirkt, ist die geistige Dürre der Gläubigen und die anhaltende Krise der Kirche doch nicht mehr zu übersehen. Noch mehr erschreckt es,
Dass Menschen, die sündigen, nicht mal Schuldgefühle zeigen. Ja, darüber denken sie gar nicht mehr nach. Sie sind derart oberflächlich, dass man nur geistige Leere vermuten kann. Die Verrohung der Gesellschaft zeigt, dass die anhaltende Krise der Kirche nicht nur von Menschen verursacht wird. In erster Linie liegt die Ursache darin, dass der Mensch mit Gott nicht Schritt halten kann. Und ergo keinen Zugriff zum Wirken des Heiligen Geistes mehr findet. Es ist schon was dran an dem, was diese Leute vom östlichen Blitz erzählen. Es ergibt tatsächlich einen gewissen Sinn. Kein Wunder, dass sie uns so viele gute Schafe stehlen. Hättet ihr Lust, noch einen Abschnitt aus dem Buch zu hören, das der allmächtige Gott geschrieben hat? Seite 974. Ja. In jeder Phase von Gottes Arbeit sind auch entsprechende Anforderungen an den Menschen enthalten. All jene, die innerhalb des Stromes des Heiligen Geistes sind, besitzen Gegenwart und Disziplin des Heiligen Geistes. Diejenigen, die nicht im Strom des Heiligen Geistes sind, sind unter dem Kommando Satans und ohne irgendeine Arbeit des Heiligen Geistes. Diejenigen, die die neue Arbeit des Heiligen Geistes akzeptieren, werden innerhalb des Stromes des Heiligen Geistes leben und die Pflege und den Schutz des Heiligen Geistes erhalten. Alle, die bereit sind, die Wahrheit in die Praxis umzusetzen, sind vom Heiligen Geist erleuchtet. Diejenigen, die nicht bereit sind, die Wahrheit in die Praxis umzusetzen, werden vom Heiligen Geist gemaßregelt und können sogar bestraft werden. Egal welcher Art sie sind, unter der Voraussetzung, dass sie intrinsisch seines Flusses sind, wird Gott die Verantwortung für jene übernehmen, die seine neue Arbeit seines Namens wegen akzeptieren. Jene, die seinen Namen lobpreisen und bereit sind, seine Worte in die Praxis umzusetzen, werden seinen Segen erhalten. Diejenigen, die ihm nicht gehorchen und sein Wort nicht in die Praxis umsetzen, werden seine Strafe erhalten. Durch Gottes Worte können wir definitiv erkennen, dass zurzeit die gesamte religiöse Welt leider eine gänzlich leere Hülle ist. Es liegt alles an dem Wirken des Heiligen Geistes, das der Mensch nicht akzeptiert und der Finsternis verfällt. Gott erschuf ohne Zweifel ein neues Werk. Es stimmt. Unumstößlich, das ist Fakt. Ständig höre ich neues Werk. Kannst du uns vielleicht erklären, was für ein neues Werk das überhaupt ist? Ältester Ahn, bitte setz dich. Pastor Cho, ältester Ahn, es ist sein Werk, in den letzten Tagen den Menschen zu richten und zu reinigen. Nur wenn wir das Urteil und die Züchtigung von Gottes Wort annehmen, kann der Mensch sich vom Bösen befreien, die Reinigung erlangen und von Gott vollständig gerettet werden. Was behauptest du da? Durch Gott vollständig gerettet? Das soll wohl ein Scherz sein, oder? So etwas habe ich zuvor noch nie gehört. Jesus hat den Menschen schon vergeben. Er wurde gekreuzigt. Er hat unsere Sünden getilgt. Wir wurden bereits gerettet. Ja, natürlich. Jengon, keiner braucht Gott, der noch eine Stufe des Erlösungswerks durchführt. Mhm. Das steht nicht in der Bibel, nicht eine Zeile. Inakzeptabel. Hör zu, Min. Du meinst es gut, doch leider bist du auf den falschen Weg gelangt. Pastor Cho, urteilen Sie bitte nicht zu vorschnell. Es wäre wichtig, es genauer zu prüfen, denke ich. Pastor Cho, ältester Ahn, die neue Phase der Arbeit des zurückgekehrten Jesus ist etwas, das wir vorsichtig behandeln. Denn wir wollen doch nicht Gottes Beschlüsse betreff seines neuen Werks verletzen. Eine Unverschämtheit, so etwas zu sagen. Min, ich denke nicht, dass wir weiterreden sollten. Entschuldige, da sind noch andere Dinge, ich muss gehen. Ich glaube, wir haben heute genug diskutiert. Wie fandest du es heute? Gut. Pastor Cho. Das ist der nächste Predigerlehrgang. Sehen Sie sich das an, ganz schön happig.
Werf mal einen Blick drauf. Ich glaub's nicht. Oh, die Kursgebühren haben sich drastisch erhöht. Sie sind weitaus höher als das letzte Mal. Oh nein. Das ist viel zu teuer. Nur reiche Menschen können sich das noch leisten. Ich schreibe mich auf keinen Fall wieder ein, es reicht. Worüber redest du? Wir müssen dran teilnehmen, also ehrlich. Wir müssen's leihen, das Studium ermöglicht besseres Predigen. Wer respektiert uns schon, wenn wir die Lehrgänge nicht absolvieren? Die wichtige Missionsarbeit kannst du ohne auch nicht machen. Pastoren, die gute Predigten auf der Kanzel vortragen, bei denen lohnt es sich zuzuhören. Auch wenn mir das ziemlich teuer erscheint, ja. Im Moment denken Pastoren über ihre Rede nicht wirklich nach. Die meisten Predigten sind trocken, langweilig und ziehen sich in die Länge. Es stimmt, mein Geist ist verwelkt. Und schon seit langem haben meine Predigten nicht mehr die Kraft, die Gemeinde zu bewegen. Sagt mal, alle sagen, die Predigten wären zu lang. Es gibt da wohl jetzt einige beliebte Kirchen. Die sollen da drin höchstens 20 Minuten reden. Die meisten Gläubigen wechseln heutzutage die Kirche um der Gnade willen. Deswegen wächst die Gemeinde der Häresie auch stetig. Ganz viele gehen am Wochenende nicht zur Kirche. Es gibt welche, die vorm Computer oder Fernseher beten. Die bleiben einfach zu Hause. Vielleicht sollte unsere Kirche sowas auch machen. Mhm. Neue, innovative Ideen, damit wieder mehr Leute in die Kirche gehen. Mhm. Sonst laufen uns bald noch alle Gläubigen weg, oder? Kann schon sein, ja. Alle bekannten Kirchen geben schon keine Abendgottesdienste mehr. Sie haben sie einfach abgesagt. Oh. Sonntags ist Ruhetag. Sie gehen einkaufen, treffen sich mit Freunden, schauen sich Filme mit ihren Kindern an. Da bleibt keine Zeit für den Gottesdienst, oder wie seht ihr das? Ist der einzige Ruhetag. Kommst du? Ja. Guten Tag, Pastor. Guten Tag, Pastor. Oh. Guten Tag, Pastor. Hallo. Tag. Das nenne ich perfektes Timing. Ich wollte gerade zu dir. Lass uns miteinander reden. Was genau ist es denn, was du erzählen willst? Warum sind die Kursgebühren so hoch? Die Menschen werden diese Kurse kaum noch buchen, weil sie sie nicht bezahlen können. Denke bitte nach. Es muss bezahlbar sein für alle. Kursgebühren? Seit wann sorgst du dich des Geldes wegen? Das ist doch keinesfalls deine Sache. Kümmere du dich um deinen Bereich und das ist die Predigt. Beherzige das, ja? Pastor Hahn, wir alle üben den Beruf schon sehr, sehr lange aus. So etwas ist ganz und gar nicht rechtmäßig und der Herr sieht es. Pastor Cho, Ideale sind in der heutigen Zeit ein alter Hut, verstanden? Ich habe nicht erwartet, dass Pastor Hahn Gelder veruntreuen würde. Ich bin ziemlich geschockt. Das behindert in erster Linie die Evangeliumsarbeit unserer Kirche und die Ausbildung unserer Prediger verzögert sich dadurch. Tja, das Phänomen ist momentan die Norm geworden in den Kirchen. Du weißt doch noch, was in der letzten Kirche geschehen ist. Es war wirklich furchtbar dort. Darum bin ich auch zu euch gekommen. Naja, doch, ich hätte nie erwartet, dass es hier genauso losgeht. Ja, Vizepräsident. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ja, hundertprozentig. Pastor Cho ist eine harte Nuss, das ist richtig. Die Zeiten ändern sich, da muss man flexibel sein, nicht wahr? Seine Ansichten über die Lehrgänge stimmten nie mit unseren überein. Ja, Sie haben recht. Und ständig korrigiert er die anderen Mitarbeiter. Das ist also geklärt? Ja, das ist eine gute Idee. Ah, das wäre wirklich gut.
Proteste von den Leuten aus den Schulungskursen. Pastor Joe hat die Gebühren erhöht, das sage ich. Oh ja. Ab sofort darf er dann kein Dozent mehr sein. So machen wir das, prima. Absolut. Ja, genau, so werden wir ihn los. Ja, bis zum nächsten Mal, das machen wir. Ja, Ihnen auch. Und? Wie läuft's in der Gemeinde? Die haben mich aufs Abstellgleis gestellt. Seit du weg bist, liege ich auf Eis. Fraktionen und Cliquen bilden sich. Dort herrscht das Chaos. Sie streiten, ohne eine Pause einzulegen. Die Kirche wird von Gottesdienst zu Gottesdienst leerer. Ah, ich wünschte, ich könnte auch einfach so gehen. Was sagst du da? Ältester Ahn, kannst du bitte mal darüber nachdenken, wie lange du ihm schon dienst? Du darfst den Glauben nicht verlieren. Egal wie schwer es gerade ist. Die Verrohung der Gesellschaft spiegelt sich in ihr wider. Ich sehe nicht den Sinn, dort auszuharren. Pastor Joe, bist du immer noch in Pastor Hans' Kirche? Nein, nicht mehr. Anfangs dachte ich, es wäre etwas Neues in dieser Kirche, das ich tun könnte. Dann habe ich feststellen müssen, dass ihre Evangelisation nur dazu diente, ihren eigenen Einfluss weiter auszuweiten. Das Lesen der Bibel und die Predigten. Selbst das Beten unterlag Formalitäten. Kein Heiliger Geist zu spüren. Keine geistliche Freude, die einen bewegt. Nichts zu spüren. Eigentlich nicht anders als in der Kirche davor. Unglaublich, oder? Ich begreif's nicht. Ich konnte nicht loslassen. Ich suchte einfach weiter und ich dachte, aufgeben wollte ich nicht. Ich ging darauf in eine andere Kirchengemeinde, um den Heiligen Geist zu suchen. Nichts war da, nirgends. Ja, du hast schon wieder die Kirche gewechselt, ehrlich? Hm. Und was ist mit der anderen Kirche, die du neu gegründet hattest? Ich habe sie weitergereicht an die junge Generation, ja. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich kann das Wort des Herrn nicht den Gläubigen vermitteln, tja. Wenn du nicht für die Gemeinde sorgen kannst, wer außer dir kann das? Kannst du mir das sagen? Da draußen muss doch einer sein, der sie führen kann. Wie verdienst du denn jetzt deinen Lebensunterhalt? Ach, ich halte mich mit Teilzeitjobs über Wasser. Was meinst du damit? Eigentlich ist das doch ganz egal. Ständig ist da dieses unruhige Gefühl. Lange, 20 Jahre habe ich dem Herrn gedient, gebetet, gepredigt. Und ich habe gebeichtet und ich habe gebüßt.
Doch leider hab ich nie die Fesseln der Sünde abstreifen können. Jesus sagt, liebe deinen Feind wie deinen Nächsten, aber ich kann ja auch den Nächsten, die eigene Frau nicht lieben und das Wort des Herrn ausführen. Ich habe mich gerade vorübergehend von ihr getrennt. Die Kirche ist der Leib des Herrn und sollte heilig sein. Ich bin in so vielen Religionsgemeinschaften gewesen. Keine von ihnen hatte das Wirken des Heiligen Geistes. In keiner von ihnen fand ich Menschen, die nach der Wahrheit suchten. Da steht nur ein Haus, das wie eine Kirche aussieht. Aber diese Gebäude haben mit Kirchen nichts gemein. Raus hier! Du bist ein ketzerischer Lakai! Raus hier! Kümmere dich um deinen Bereich. Pastor Cho, Idealismus ist ein alter Hut, verstanden? Pastor Cho, ältester Ahn, die neue Phase der Arbeit des zurückgekehrten Jesus ist etwas, das wir vorsichtig behandeln, denn wir wollen doch nicht seine Beschlüsse betreffend seines neuen Werks verletzen. O Herr, all die Konfessionen lieben dich keineswegs. Es gibt gar keine Liebe in ihren Herzen. Dir in den Kirchen, die von ihnen geführt werden, zu dienen, lässt die Menschen verrohen, unfähig daraus, etwas zu gewinnen. Ich kämpfe, ohne mich befreien zu können aus meiner Sünde. An wen kann ich mich wenden? Wohin kann ich gehen? Ich bin so einsam. O Herr, wo bist du? Wie kann ich dich finden? Wo soll ich anfangen, dich zu suchen? O Herr, wohin soll ich?
Oh, ganz schön windig heute. Guten Wie geht's Tag. Ihnen? Kann ich Ihnen unsere Zeitung empfehlen, ja? Es geht um die Prophezeiung, dass Jesus zurückgekehrt ist. Ah, ja. Der Bericht darunter handelt von der Entstehungsgeschichte der Kirche des allmächtigen Gottes und ihrer Entwicklung. Und darunter wiederum befinden sich die Kontaktdaten der Kirche, sehen Sie? Sie können dort jederzeit anrufen. Okay. Alle dort sind sehr freundlich. Sie können sie auch besuchen. Ja. Sie können die Zeitung auch mitnehmen. Das würde ich gerne tun. Sehr gerne. Haben Sie vielen Dank. Ich Tschüss. Habe zu danken. Gottes 6000-jähriger Führungsplan ist dabei, ein Ende zu finden. Und das Portal des Königreiches ist für alle geöffnet worden, welche die Erscheinung Gottes suchen. Liebe Brüder und Schwestern, der Augenblick ist da. Worauf wartet ihr? Was ist es, wonach ihr sucht? Erwartet ihr bereits jetzt die Erscheinung Gottes? Habt ihr bereits die Suche der Fußspuren Gottes in Erwägung gezogen? Wie sehr sehnt man sich nach der Erscheinung Gottes und wie schwierig es ist, Gottes Fußspuren zu finden. In unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt, was können wir tun, um die Erscheinung Gottes zu erleben? Was müssen wir tun, um den Fußspuren Gottes zu folgen? Alle, welche die Erscheinung Gottes erwarten, stehen diesen Fragen gegenüber und brauchen Antworten. Ihr alle denkt sicher bei mehr als einer Gelegenheit über sie nach, aber mit welchem Ergebnis? Wo erscheint Gott? Wo findet man seine Spuren? Habt ihr bereits Antworten darauf erhalten? Ist das nicht der Artikel, den ich in Bruder Minns Wohnung gesehen habe? Ja. Wo könnten die Spuren Gottes wohl sein? Könnten Sie es tatsächlich wissen? Kirche des allmächtigen Gottes. Guten Abend, Bruder Min. Das freut mich. Wie geht's? Ah, Pastor Cho. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut. Es kommen morgen ein paar Diakone aus unserer ehemaligen Kirche. Sie wollen die Kirche des allmächtigen Gottes gründlich durchleuchten. Sie möchten, dass ich dich und den Ältesten anbitte, dass ihr morgen dabei sein werdet. Pastor Cho, ich hoffe doch sehr, du hast Zeit. Tja,
Ich muss noch... Um wie viel Uhr denn? Ich denke, irgendwie richte ich das schon ein. Es tut mir leid, aber dem kann ich keinesfalls beipflichten. Euer Standpunkt ist nicht meiner. In Römer 10, 13 heißt es, denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Amen. Und Römer 10, 10? Denn so man von Herzen glaubt und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Amen. Wir haben bereits Beweise, dass wir errettet wurden. Wer braucht Gott, um ein neues Werk zu vollbringen? Hä? Könnt ihr es mir sagen? Jesus sagt uns... Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt. Amen. Wir müssen nur fest im Glauben sein. Wer auf Jesus vertraut, erfährt die Errettung des Herrn. Das Erbe von Gottes Reich wird damit empfangen. Mhm. Wagt ihr es sogar, die Worte der Bibel zu verleugnen? Seid ihr so vermessen? Das stimmt, ja. Wir wurden bereits durch unseren Glauben an den Herrn gerettet. Wozu ein neues Werk? Uns genügt es, uns auf die Errettung durch Jesus zu verlassen. Sein Werk ist abgeschlossen, und zwar vollständig. Er vollbringt kein neues Werk. Eure These ist absurd. Ihr habt keinen Grund, solch eine Behauptung aufzustellen. Ja, genau. Der Punkt kann nicht angezweifelt werden. Brüder und Schwestern, es ist wahr, durch den Glauben an Jesus sind wir erlöst worden. Doch worauf bezieht sich errettet werden, wenn es von Jesus gesagt wird? Und, wisst ihr es? In welchem Kontext ist das geschehen? Ach, das ist doch Haarspalterei und das wisst ihr doch auch. Es war Jesus, der uns geholfen hat, uns von der Sünde zu befreien, ja. Brüder und Schwestern, lasst uns einen Blick auf den Zusammenhang werfen, in dem Jesus vom Errettetwerden sprach. Jeder weiß, dass während des Zeitalters des Gesetzes die Menschen immer mehr und immer weiter sündigten, wodurch sie dann ihre Gottesfurcht verloren, endgültig. Sie waren immer weniger imstande, dem Wort Gottes Respekt zu zollen und waren der Gefahr ausgesetzt, zum Tode verurteilt zu werden. Um den Menschen vor der Bedrohung durch den Tod zu retten, wurde Gott persönlich Fleisch, um sein Erlösungswerk zu vollbringen, um den Menschen von der Sünde zu erlösen. Und ab jetzt werden ihre Sünden vergeben, solange die Menschen dazu bereit sind, Jesus als Erlöser anzusehen. Sie werden nicht mehr verurteilt oder bestraft, wenn sie dagegen verstoßen. Ab jetzt können sie direkt zu Gott beten und Gottes Gnade genießen. Das ist die wahre Bedeutung von errettet werden im Zeitalter der Gnade. Schauen wir uns an, was der allmächtige Gott über das errettet werden sagt. Ihr könnt mitlesen. Pastor Cho? Schwester Ahn. Ältester Ahn, hm? Schlag Seite 477 auf. Zu der damaligen Zeit war die Arbeit Jesu die Erlösung der gesamten Menschheit. Die Vergehen all jener, die an ihn glaubten, wurden ihnen von ihm vergeben. Solange du an ihn glaubtest, würde er dich erlösen von der Sünde. Wenn du aufrichtig an ihn glaubtest, warst du kein Sünder mehr. Du warst von deinen Sünden befreit. Das war die Bedeutung von errettet werden, errettet zu werden und durch den eigenen Glauben gerechtfertigt zu werden. In denjenigen, die glaubten, verblieb jedoch das, was gegen Gott aufbegehrte, sich widersetzte und noch langsam beseitigt werden musste. Erlösung bedeutete nicht, dass der Mensch durch Jesus vollkommen gewonnen war, da er noch sündigte, sondern dass der Mensch keine Sünden mehr hatte, da ihm seine Sünden vergeben worden waren. Unter der Voraussetzung, dass du glaubtest, würdest du nie mehr von der Sünde sein. Durch sein geschriebenes Wort können wir verstehen. Als Jesus im Zeitalter der Gnade erschien, vollbrachte er nur das Werk der Erlösung. Durch ihn selbst als ewiges Sündopfer hat er die Menschen aus den Händen Satans erlöst, solange sie ihn verherrlichen. Solange Menschen an ihn glauben, werden ihre Sünden vergeben und sie werden nicht mehr durch das Gesetz für das Sündigen verurteilt oder bestraft. Die sündige Natur des Menschen ist immer noch tief in ihm verwurzelt. Und diese sündige Natur des Menschen bleibt weiterhin verdorben und erfährt keine Veränderung.
Deshalb, obwohl uns unsere Sünden vergeben wurden, können wir immer noch sündigen. Dies erfordert, dass Gott sein Heilswerk fördert, und nur so kann die satanische Gesinnung des Menschen gereinigt werden. Unglaublich. Ich bin irritiert. Der Bibel entspricht diese Ansicht nicht. Dort heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist in Jesus Christus wandeln. Denn nach dem Gesetz der Vernunft, die dich in Jesus Christus lebendig macht, hat sie dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus wurde gekreuzigt, um unsere Sünden zu vergeben. Also wissen wir, dass wir in das Königreich des Himmels eintreten. Wahrheit bleibt Wahrheit. Hebräer 1,3 lautet, und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst, hat er sich gesetzt. Zur Rechten der Majestät in der Höhe, genau. Amen. Jesus hat uns bereits die Absolution erteilt, oder? Seit damals sieht der Herr uns keineswegs länger als sündige Menschen an. Wir sind bereits zu seinem auserwählten Volk geworden. Ich bestreite nicht, dass der Mensch nicht die Fähigkeit besitzt, die Sünde zu überwinden. Nachdem uns durch unseren Glauben an den Herrn vergeben wurde, sündigen wir noch oft und widerstehen Gott. Aber die Erlösung durch Jesus, den Herrn, ist vollständig, zuverlässig und wahrhaftig. Richtig. Jesus hält nicht an unseren Sünden fest. Heißt das nicht, von Gott gewonnen zu sein? Jesus, der Herr, brachte uns die Erlösung. Und durch ihn wurden uns doch unsere Sünden bereits vergeben, als er durch die Kreuzigung gestorben ist. Brüder und Schwestern, es stimmt, Jesus hat uns unsere Sünden vergeben. Aber darüber sollten wir uns im Klaren sein, dass das nicht bedeutet, dass wir frei von Sünde sind oder heilig werden. Jesus hat den Menschen die Sünden vergeben, aber worauf genau beziehen sich diese Sünden? Also bitte, jetzt präsentier mir eine Antwort, die sich plausibel anhört. Alles, was das Gesetz und die Gebote verletzt, bezeichnen wir als Sünde. Weil die Menschen sündigen, werden sie die Verurteilung und Bestrafung des Gesetzes erleiden. Der Herr Jesus erschien und vollbrachte sein Werk zur Errettung der ganzen Menschheit, damit die Sünden der Menschen vergeben werden und sie die Strafe des Gesetzes nicht mehr dulden müssen. Aber die sündige Natur des Menschen und seine satanische Veranlagung, die tiefer als die Sünde gehen, sind tief im Menschen verwurzelt. Jesus, der Herr, vergab unsere sündige Natur nicht, aber er behauptete niemals, dass derjenige, der Vergebung der Sünden erhält, ins Himmelreich eingehen könnte. Vielmehr warnte er den Menschen deutlich: Leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalt tun, die reißen es an sich. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Den Menschen hat er bereits vor Augen geführt, dass wenn man sich an die Worte des Herrn hält und den Weg des Herrn ausübt, in das Himmelreich eingehen kann. Die Heilige Schrift sagt auch, denn wenn wir nun erst recht sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt fürder kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Auch die folgenden Worte machen es sehr deutlich. Nur zu glauben, aber seine Worte nicht zu befolgen, um dann vorsätzlich zu sündigen, das macht das Sündopfer Jesus des Herrn nicht wirksam und berechtigt uns schon gar nicht dazu, in Gottes Königreich einzutreten. Warte! Apostel Paulus schrieb, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Amen. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir nicht länger verdammt, sage ich. Darum können wir in Gottes Reich eintreten. Leugnest du diese Tatsache? Ja. Auch der Herr hat aufgehört, uns die Sünden anzurechnen. Ihr seid nicht dazu berechtigt, zu sagen, wir wären Sünder. Pastor Hahn, über die Frage, ob der Mensch wirklich in das Himmelreich eintreten darf, sollten wir uns auf die Worte der Menschen oder die durch Gott ausgedrückte Wahrheit festlegen. Das erleichtert die Diskussion. Haben die Worte des Apostels oder von Jesus Christus mehr Autorität? Worauf wollen wir uns einigen? Was meinst du? Wer bewacht denn eigentlich die Pforte zum Königreich Gottes? Da wir an Gott glauben und den Weg zum ewigen Leben suchen, müssen wir es auf der Grundlage der von Gott ausgedrückten Wahrheit tun, und das Wort des Menschen ist zweitrangig zu betrachten.
Wenn Gott einen Menschen, der Gott noch widerstehen und verraten kann, in sein Reich aufnimmt, wie erklären wir dann Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit? Schwester Ma, was hat das? Das ist ja... Gott ist heilig und gerecht. Gottes Disposition ist unverletzlich. Gemäß seiner Disposition können wir, deren Sünden durch den Glauben an den Herrn vergeben wurden, trotzdem keineswegs so einfach in Gottes Reich eintreten. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Jesus, der Herr, sagte einst folgende Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Hause, doch bleiben wird. Der Sohn jedoch ewiglich. Seine Worte machen es sehr deutlich. Alle, die Sünden begehen, sind nicht dazu geeignet, im Reich Gottes zu bleiben. Der allmächtige Gott sagt auch, jenen, die unrein sind, wird nicht gestattet sein, dereinst in das Königreich einzutreten. Jenen, die unrein sind, ist es nicht gestattet, den heiligen Boden zu schänden. Selbst wenn du mit Arbeit viel geleistet hast und viele Jahre deiner Arbeit dann nachgegangen bist, wird es am Ende, wenn du immer noch beklagenswert befleckt bist, für das Gesetz des Himmels unannehmbar sein, dass du in mein Königreich einzutreten wünschst. Seit der Gründung der Welt bis heute ist es und wird es nie geschehen, dass ich denen Zutritt gewähre, die sich bei mir einschmeicheln, um Zugang zu meinem Königreich zu erhalten. Das ist ein himmlisches Gesetz und niemand kann es brechen. Gott wirkt, um den Menschen zu retten, das heißt, um eine Gruppe heiliger Menschen zu gewinnen, die in sein Reich eintreten darf. Die aber, die sündig und unrein sind, sind nicht geeignet, die Pforten von Gottes Reich zu durchqueren. Dies wurde durch Gottes gerechte Disposition entschieden. Aus diesem Grund brauchen wir, denen die Sünden vergeben wurden, noch immer Gott, um die nächste Stufe seines Werkes der Reinigung und Errettung schlussendlich zu vollbringen. Die nächste Stufe seines Werkes der Reinigung und Errettung? Wie interpretiert er dann die Worte, es ist vollbracht, die Jesus am Kreuz sprach? Tatsächlich, ihr meint, Jesus hätte mitnichten sein Heilswerk abgeschlossen? Entschuldigt bitte, das ist die pure Verleugnung seines Wortes und Werkes, meines Erachtens. Das denke ich auch. Der Herr hat sehr deutlich gemacht, dass sein Heilswerk bereits vollendet ist. So ist es. Jesus hat es persönlich ausgesprochen. Warum leugnet ihr es jetzt? Pastor Cho, wir leugnen seine Worte nicht. Das wäre doch sehr vermessen. Als Jesus sprach, es ist vollbracht, meinte er, dass sein Erlösungswerk des Zeitalters der Gnade beendet ist. Es ist nicht so, dass Gottes gesamter Führungsplan, alle Menschen zu retten, zu Ende war. Wir wissen, dass, wenn es um seine Rückkehr in den letzten Tagen geht, Jesus von dem Gleichnis vom Sämann, dem Gleichnis vom Netz, dem Gleichnis von den weisen Jungfrauen und dem Gleichnis von den bösen Pächtern und so weiter gesprochen hat. Alle hier kennen sie zur Genüge. Die Offenbarung prophezeit ebenfalls, dass der Herr noch die Ernte, die Selektion und das Urteilswerk in den letzten Tagen durchführen muss. Was soll das? Ich kenne doch die Bibel. Wenn Jesus, der Herr, das Heilswerk in seiner Gesamtheit bereits abgeschlossen hat, wie könnte dann sein Werk vollbracht gewesen sein? Aus diesem Grund, als Jesus sagte, es ist vollbracht, bezog sich das auf sein Erlösungswerk und nicht, dass Gott sein Werk, die Menschheit zu retten, vollendet hat. Es handelt sich also um zwei Gegebenheiten. Diese Meinung scheint mir sehr vernünftig zu sein. Jesus hat damals das gesamte Werk noch nicht ausführen können. Ah, als er sprach, es ist vollbracht, bezog es sich darauf, dass das Erlösungswerk vollendet ist. Und nicht darauf, dass Gottes ganzes Werk zu Ende ist. Oh, warum wussten wir das nicht? Betrachten wir zwei Absätze des Wortes des allmächtigen Gottes. Das Wort erscheint im Fleisch, Seite 7, 791 aufschlagen, bitte. Für die Menschen hat Gottes Kreuzigung die Arbeit der Menschwerdung Gottes
abgeschlossen, die gesamte Menschheit erlöst und ihm dadurch erlaubt, den Schlüssel zum Hades in seinen Besitz zu nehmen. Jeder denkt, dass Gottes Arbeit völlig abgeschlossen ist. In Wirklichkeit ist für Gott nur ein kleiner Teil seiner Arbeit durchgeführt und vollendet worden. Nicht vollendet? Naja. Erschreckend. Er hat die Menschheit nur erlöst und er hat die Menschheit nicht erobert. Geschweige denn die Hässlichkeit Satans im Menschen verändert. Das ist der Grund, weshalb Gott sagt, obwohl meine Menschwerdung durch die Qual des Todes ging, war das nicht das ganze Ziel meiner Menschwerdung. Jesus, er ist mein geliebter Sohn. Und mein geliebter Sohn Jesus wurde für mich an das Kreuz genagelt. Allerdings hat er meine Arbeit nicht voll und ganz beendet. Er verrichtete nur einen Teil davon. Die vom Lamm geöffnete Schriftrolle, Seite 588. Obwohl der Mensch von seinen Sünden erlöst wurde und sie ihm dadurch erstmals vergeben wurden, wird dies nur wie nachfolgend beschrieben erachtet. Gott kann sich an die Verfehlungen des Menschen nicht erinnern und behandelt den Menschen nicht seinen Verfehlungen entsprechend. Wenn der Mensch jedoch im Fleisch lebt und nicht von seinen Sünden befreit worden ist, so kann er nur weiterhin sündigen und endlos die verdorbene satanische Bestimmung enthüllen. So ist das Leben, das der Mensch führt, ein endloser Kreislauf von Sünde und Vergebung, eine Endlosschleife, die nie aufhört, sich zu drehen. Die meisten Menschen sündigen während des Tages, um sich dann am Abend fortzuschleichen und zu beichten. Auch wenn das Sühneopfer auf ewig für den Menschen wirksam ist, wird es nicht den Menschen von der Sünde retten können. Das ist Fakt. Nur die Hälfte des Werks der Erlösung ist vervollständigt worden. Neues Werk, oder? Das ist mir auch schleierhaft. Nie was von gehört. Denn der Mensch hat immer noch eine verdorbene Disposition. Aufhören! Du wagst es tatsächlich, das Werk des Herrn zu verleugnen. Pastor Han, du darfst dich nicht aufregen. Lass Bruder Jung weiterlesen. Ja, Pastor Han. Lasst uns erst zuhören, danach können wir reden. Pastor Han, ich möchte mehr hören. Wie kommt ihr dazu, so eine Behauptung aufzustellen? Jesus ist am Kreuz gestorben. Und er erlöste die gesamte Menschheit. Ihr sagt, er vollbrachte nur einen kleinen Teil des Werks. Die Behauptung ist schwer zu akzeptieren. Ja, wir sind Sünder und wir sündigen immer noch, stimmt. Doch Jesus, der Herr, hat die Menschheit erlöst. Daran kann keiner rütteln. Brüder und Schwestern, auch wenn das Sündopfer von Jesus, dem Herrn, für die Menschheit immer wirksam ist und sein wird, hat er doch das Werk, die gesamte Menschheit vollständig zu retten, keinesfalls verrichtet. Dem Wort des allmächtigen Gottes können wir entnehmen, dass die Erlösungsarbeit, die Jesus der Herr geleistet hat, tatsächlich nur der Beginn zur Errettung der Menschheit war. Die Hälfte der Arbeit. Es diente keinem anderen Grund, als eine Basis und Grundlage für Gottes Werk der letzten Tage zu schaffen. In Wirklichkeit, auch wenn die Sünden der Menschen durch deren Glauben an den Herrn vergeben werden, sind ihre korrumpierten Veranlagungen in ihnen immer noch sehr tief verwurzelt. Die Natur des Menschen ist immer noch voller Arroganz und Eitelkeit, Egoismus und Täuschung, Eifersucht und Konflikt, Leidenschaft und Lust. Sie alle verehren das Böse und gieren nach Reichtum, Status und Ruhm. Sie verfolgen einen luxuriösen und dekadenten Lebensstil und genießen die Freuden der Sünde. Sie behandeln die Menschen nicht mit Toleranz und Geduld. Es ist sogar schwer für sie, mit ihren Verwandten auszukommen. Wenn Menschen unter solchen Bedingungen leben, auch solche, die ihre Bibel gut kennen, können sie es nicht in die Praxis umsetzen. Sie können nicht umhin, in der Sünde zu versinken und sind unfähig, sich selbst herauszuziehen. Gottes Heilswerk kann durch die sündige Natur des Menschen noch nicht gänzlich vollendet werden. Das ist eine Tatsache. Was Sie sagen, ist richtig. Findest du nicht auch? Es ist wirklich so. Ja.
Wir begehen immer noch Sünden und widerstehen Gott. Wir können uns nicht befreien, denn wir sind zu schwach. Anscheinend ist es notwendig, dass Gott sein Heilswerk fortführen wird. Der Mensch kann sich nicht auf sich selbst verlassen und unterliegt oft der Sünde. Ich geb's unumwunden zu. Doch man kann das Wort des Herrn nicht einfach so ablehnen. Und erst recht nicht die Rettung des Herrn verneinen. Wir sündigen immer noch oft, denn zu lernen, ohne Sünde zu sein, das erfordert Zeit. Der Wandel braucht Zeit. Solange wir uns auf die Kraft des Herrn verlassen und versuchen, das Beste zu tun, steht unserer Heiligkeit nichts entgegen. Das nennen wir in der Theologie heiligende Errettung. Ist euch das geläufig? Hä? Schon mal gehört? Auch verstanden? Ich glaube kaum, dass ihr das kennt. Pastor Hahn, wir können nicht abstreiten, dass sehr viele Brüder und Schwestern im Herrn schweres Leid erduldeten, um die Sünde abzuschütteln. Einige streben danach, sich von der Sünde fernzuhalten. Und ein paar studieren fast sogar ihr ganzes Leben lang die Bibel, in der Hoffnung darin, den rechten Weg zur Befreiung aus der Sünde zu finden. Sie haben alle möglichen Anstrengungen unternommen, um nicht wieder zu sündigen. Sie tun dem Herrn gegenüber Buße, fasten und beten oft. Doch was kommt am Ende dabei heraus? Wer wagt es, jetzt zu behaupten, sich bereits von der Sünde befreit und die Reinigung wirklich vollständig abgeschlossen zu haben? Unwahrscheinlich. Pastor Hahn, ich schlage vor, dass wir eine Frage untersuchen. Wenn Jesus dereinst das Werk während des Zeitalters der Gnade nicht so vollbracht hätte, hätten die Menschen im Zeitalter des Gesetzes, selbst wenn sie Jahrtausende nachgefolgt wären, Gottes Erlösung nicht erlangen können. Warum sagst du, dass dies der Fall sei? Es ist mir schleierhaft, warum ihr überhaupt eine solch schlichte Frage neu überdenkt. So schlicht ist sie nicht. Dabei gilt es zuallererst, den Aspekt der Wahrheit zu verstehen. Ergo, die ständige Veränderung in der Disposition des Menschen ist von Gottes Werk abhängig. Denn der Wandel des Menschen kann verständlicherweise nur so weit fortschreiten, wie Gottes Werk dies tut. Wenn Gott aufhört zu wirken, hört auch die Veränderung des Menschen auf und findet ein Ende. Dann ist das gesamte Werk nicht vollbracht und abgeschlossen. Genau wie im Zeitalter des Gesetzes. Denn was Gott verrichtete, war das Werk seiner Verkündung des Gesetzes. Um den Menschen von der Sünde wissen zu lassen, es war nicht das Werk der Erlösung. Egal wie die Menschen sich im Zeitalter des Gesetzes bemühten, sie konnten die Erlösung Gottes nicht erlangen. Als Jesus der Herr dann kam, um sein Erlösungswerk zu verrichten, war alles, was die Menschen tun mussten, um erlöst zu werden, ihn als Retter zu akzeptieren und dann einfach Gottes Erlösung zu erlangen. Hätte Gott in ähnlicher Weise nicht das Werk der Reinigung und Veränderung des Menschen getan, egal wie sehr die Menschen sich bemühten, die durch ihn erlöst wurden oder versuchten, ihren Leib zu unterwerfen, sie wären nicht fähig, sich von der Sünde zu befreien, um gereinigt zu werden. Was Jesus der Herr vollbrachte, war nur das Werk der Erlösung, nicht das Werk, die sündige Natur des Menschen gründlich von der Sünde zu reinigen. Das Werk der Reinigung der sündigen Natur des Menschen soll von Gott in den letzten Tagen erfüllt werden. Es stimmt, dass wir uns nicht von der Sünde befreien können. Kann es wirklich sein, dass Jesus, der Herr, das Werk der Reinigung und den Wandel des Menschen verrichten kann? Deshalb können wir, nur wenn wir Gottes Werk des Urteils akzeptieren, unsere verderbte Veranlagung ablegen und die Reinigung erreichen. Anhand dessen, was du gesagt hast, ist das Werk von Jesus, dem Herrn, nicht umsonst gewesen. Ist unser Glaube an Jesus sonst nicht vergeblich? Brüder und Schwestern, unser Glaube an Jesus, den Herrn, ist nicht nichtig. Solch ein Austausch leugnet nicht die Erlösung durch Jesus, den Herrn. Die Menschheit wurde durch ihn natürlich von der Sünde erlöst. Das versucht keiner von uns hier zu leugnen. Doch Gottes Heilswerk wird nicht in einem Schritt abgeschlossen. Es ist in Stufen, Zeiträume unterteilt und damit geht die Entwicklung natürlich nur schrittweise voran. In Stufen aufgeteilt? Erklärt mir das explizit.
In der Bibel wird das auch nur ansatzweise mit keinem Wort erzählt. Gottes Werk reift heran und vertieft sich mit jeder Stufe. Sie ergänzen sich gegenseitig. Und eine Stufe führt zu der anderen Stufe. Jede Phase des Werks legt den Grundstein für die nächste Stufe des Werks. Sehr plausibel. Schauen wir uns das Zeitalter des Gesetzes an. Gott Jehovas Werk war es, die Menschen die Sünde erkennen zu lassen, ein Grundstein für das Erlösungswerk. Das Erlösungswerk von Jesus dem Herrn legte den Grundstein zur Sündenbefreiung der letzten Tage, die Sünden hinwegnehmen sollte. Wir hätten kein Opfer erhalten ohne das Erlösungswerk von Jesus dem Herrn, wären uns verderbten Menschen keine Sünden vergeben worden, ohne dass Gott einen weiteren Schritt in den letzten Tagen macht, um zu reinigen und zu retten, wäre die von Jesus dem Herrn erlöste Menschheit nicht fähig, sich von der Sünde zu lösen. Ich finde, das klingt alles sehr vernünftig. Wenn es stimmt, was du sagst, heißt Gottes Urteilswerk der letzten Tage zu akzeptieren, also dadurch nicht die Errettung durch Jesus den Herrn zu leugnen, richtig? Ja, es bedeutet, wir sind in die Fußstapfen des Lammes getreten. Und dadurch haben wir weitere Erlösung durch Gott angenommen. Nur indem Gottes Werk des Richtens und Reinigens der letzten Tage erlebt wird, kann man sich ganz von Sünde befreien. Und damit seine volle Rettung erlangen. Schlagt bitte Seite 583 des Buches die vom Lamm geöffnete Schriftrolle auf. Der allmächtige Gott sagt, die Sünden des Menschen wurden durch Gottes Arbeit der Kreuzigung vergeben. Doch der Mensch lebte weiterhin in seiner alten, sündhaften, satanischen Disposition. Er muss schlechthin völlig aus der verdorbenen, satanischen Disposition errettet werden. Damit die sündhafte Natur des Menschen komplett vertrieben werden kann und nie mehr auftritt. Damit die Disposition des Menschen schrittweise geändert werden kann und damit er unter dem Leuchten des Lichtes im Einklang mit Gottes Willen alles tun, die sündhafte satanische Disposition verwerfen und aus Satans Einfluss der Dunkelheit ausbrechen kann. Dadurch wird er völlig frei von Sünde in Erscheinung treten. Nur dann wird der Mensch die vollständige Erlösung empfangen. Es geht auf Seite 789 weiter in dem Buch. Ein Sünder wie du, der einmal erlöst und nicht verändert wurdest oder vervollkommnet ist durch Gott, könntest du vielleicht nach dem Herzen Gottes sein? Bist du dazu geschaffen? Du bist für dich weiterhin dein altes Selbst. Es ist wahr, dass du durch Jesus gerettet wurdest. Und weil du durch Gottes errettet wurdest, sieht Gott dich nicht länger als Sünder an. Aber das beweist nicht, dass du nicht weiterhin sündhaft und nicht weiterhin unrein geblieben bist. Wie kannst du heilig sein, wenn du dich nicht verändert hast? Innerlich bist du mit Unreinheit befallen, bist egoistisch und gemein. Doch du wünschst immer noch, mit Jesus herabzukommen. Du solltest so glücklich sein. In deinem Glauben an Gott hast du einen wichtigen Schritt versäumt. Du bist gerade einmal erlöst worden, aber hast dich nicht verändert. Damit du nach Gottes Herz sein kannst, muss Gott die Arbeit eigenhändig durchführen, dich zu verändern und gänzlich reinigen. Wenn du nur erlöst bist, wirst du nicht in der Lage sein, Heiligkeit zu erlangen. Auf diese Weise wirst du nicht qualifiziert sein, an den guten Segnungen Gottes Anteil zu haben. Denn du versäumtest einen Schritt in der Arbeit Gottes über die Führung des Menschengeschlechtes, der wesentliche Schritt der Veränderung und der Vervollkommnung ist. Also bist du ein Sünder, der gerade eben erlöst wurde, nicht in der Lage, Gottes Erbe unmittelbar zu erben. Danke. Die Worte des allmächtigen Gottes sind eindeutig. Es stimmt, dass wir erlöst wurden, doch haben wir noch keine vollständige Errettung erhalten und können daher nicht das Reich Gottes passieren. Nur wenn wir das Werk Gottes des Urteils und der Reinigung der letzten Tage annehmen und unser Verderbtes naturell beseitigt wird und wir völlig frei von Sünde sind, können wir die volle Errettung erreichen und Gottes Erbe antreten.
Jetzt gibt es viele Menschen, die an Jesus, den Herrn, glauben, in Sünde leben, aber sich nicht aus eigener Kraft losmachen können. Ich glaube, sicher gibt es Christen, die sehr engagiert nach Gott suchen und streben. Die Menschen, die sich an die Bibel halten, das Kreuz tragen. Ja, wirklich, sie versuchen Salz und Licht zu sein und ihre Feinde zu lieben und so weiter. Wieso sagt ihr das, wer an Jesus, den Herrn, glaubt, nur erlöst wurde, aber keine Veränderung erfährt? Ich glaube, das geht ein Tick zu weit. Ich sage dir, dafür gibt's keine Beweise. Gläubige können demütig und geduldig sein. Sie saufen und rauchen nicht und sind tolerant. Sie helfen, wo sie nur können und verlangen nichts dafür. Ist das etwa nichts? Ich glaube, Rainer geht's wohl nicht. Mhm. Der Meinung bin ich auch. Der Älteste hat recht. Ich war früher richtig streitsüchtig. Zum Glück fand ich Jesus und ich hörte auf alles zu schimpfen. Denn es ist mein Wunsch, Gott zu ehren. Ist das nicht schon ein Wandel? Die Kinder meines Freundes haben getrunken und sie prügelten sich ständig. Und dann plötzlich waren sie wie ausgewechselt durch den Herrn. Ganz gleich, wer wirklich an den Herrn glaubt, der erlebt einen Wandel. Ich danke euch für eure Worte. Wir, die wir durch die Gnade von Jesus, dem Herrn, gerettet wurden, erleben eine Veränderung. Wir sind nicht mehr ausschweifend und hemmungslos wie Ungläubige. Doch das heißt noch lange nicht, dass wir keine Sünde mehr begehen, Gott gehorchen und zu ihm beten, wie wir es alle so gerne tun würden. Von Gott vollständig gerettet zu werden, ist unmöglich. Denn wir können uns von unserer sündigen Natur nicht lösen. Und unfreiwillig sündigen wir weiter und offenbaren unsere arrogante, selbstgerechte, satanische Gesinnung. Lasst uns noch eine Passage des Wortes des allmächtigen Gottes aufschlagen. Seite 1082. Veränderungen nur im Verhalten sind untragbar. Wenn keine Veränderung der Lebensdisposition des Menschen stattfindet, dann wird sich früher oder später seine böse Seite zeigen. Wenn Gott an der Rettung des Menschen arbeitet, tut er dies nicht darum, den Menschen zieren zu wollen mit gutem Verhalten. Gottes Arbeit dient dazu, die Gesinnung des Menschen zu ändern und sie als wiedergeborene neue Menschen zu erschaffen. Aus diesem Grund dienen Gottes Urteil, Züchtigung, Prüfungen und Verfeinerungen des Menschen dazu, das Ganze naturell zu ändern, sodass er absoluten Gehorsam und Treue an Gott erlangen kann und die normale Anbetung Gottes. Darin liegt das Ziel der Arbeit Gottes. Sich gut zu verhalten ist nicht dasselbe wie Gott gehorsam zu sein. Noch weniger kommt es dem gleich, kompatibel mit Christus zu sein. In Gottes Worten können wir Folgendes erkennen. Alle, die erlöst werden, verhalten sich allem Anschein nach keineswegs nur äußerlich gut, sondern sie haben ihr verderbtes Naturell im Inneren gereinigt. Dadurch sind sie gegenüber Gott treu und gehorchen und sind Gott gegenüber keineswegs ungehorsam oder widersetzen sich ihm auf irgendeine Weise. Sich nur gut zu verhalten, aber keine Veränderung des Naturells zu erreichen und weiterhin zu sündigen und Gott zu widerstehen, bedeutet, dass wir nach wie vor niemand sind, der vollständig gerettet worden ist. Ich akzeptiere diesen Standpunkt nicht. Natürlich sind unter unseren Gläubigen auch die, die ihm hingebungsvoll dienen, hart arbeiten und ihn nie schnöde im Stich lassen, egal welche Widrigkeiten sie gerade zu erdulden haben. Dieser Glaube, ist es nicht wert, von ihm gelobt zu werden? Sind sie etwa nicht gehorsam und zudem Gott treu? Pastor Hahn, das sogenannte positive Verhalten nach außen bedeutet nicht, dass der Mensch gegenüber Gott treu und gehorsam ist. Ich erkläre es dir. Der Mensch ist manchmal demütig und voller Liebe nach außen. Doch von einer Minute auf die andere zeigt er uns seine arrogante, egoistische, seine widerwärtige, echte Gesinnung und offenbart uns, wie er wirklich ist. Die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer schienen damals gottesfürchtig, treu und geduldig zu sein und gewannen das Lob der anderen Menschen. Doch als Jesus mit seinem neuen Werk kam, suchten und forschten sie nicht. Stattdessen zürnten sie ihm und legten falsches Zeugnis wider ihm ab. Sie verleumdeten ihn lautstark und schleppten ihn schließlich vors Gericht.
und verlangten, dass er zum Tode verurteilt werden sollte, um ihn dann schließlich ans Kreuz zu nageln. Dieses Ereignis spricht Bände zum Thema Mensch. Äußeres Verhalten bedeutet nicht den Wandel unserer Lebensdisposition. Darüber hinaus bedeutet es nicht, dass wir vollständig gerettet worden sind. Du redest immer wieder davon, dass wir nicht vollständig gerettet werden. Erzähl, wie können wir das denn schaffen? Der Glaube an den Herrn hat uns bereits um einiges gewandelt. Gilt das nicht als Errettung? Ja, das denke ich auch und ich verstehe nicht, warum ihr das ständig wiederholt. Brüder und Schwestern, diejenigen, die schon gerettet worden sind, bezeugen es, indem sie nicht nur Gutes tun, sondern auch dadurch, dass sie der Wahrheit nachgehen. Und sie verstehen, denn ihr verderbtes Naturell hat sich geändert und sie können die Wahrheit durchaus ausüben und Gott gehorchen. Ob es Geduld, gegenseitige Liebe oder Demut ist. Nichts davon ist nur Verhalten nach außen. Diese Dinge sind für sie natürlich und werden ausgelebt. Sie können den Prüfungen der Zeit und der Umwelt standhalten. Menschen, die aus Gnade gerettet werden, verändern sich jedoch gering im äußeren Verhalten. Da sie die Wahrheit nicht begreifen, kann sich ihre Gesinnung auch nicht ändern. Genauso wie sich ihre Art, die Dinge zu sehen, auch nicht ändert. Das ist der Grund, warum sie in dieser Welt immer noch nach mehr Geld, Status, Ruhm und luxuriösem Tand gieren. Sie sind mehr an den weltlichen Errungenschaften interessiert und verraten dadurch Gott. Und die andere Seite, wer wirklich gerettet worden ist, kann die Wahrheit von Gottes Urteilswerk der letzten Tage verstehen. Hierdurch haben sich die Lebensauffassung und die Werte geändert. Sie verstehen den Wert der Wahrheit und können negative Dinge erkennen. So können sie als heilig von der Welt unterschieden werden und lassen sich nicht länger von Satan locken. Sie widerstehen Gott nicht mehr und verraten ihn nicht mehr. Und sie können völlig nach dem Wort Gottes handeln, und zwar ohne darüber nachzudenken. Also wenn ich euch richtig verstehe, dann sind Errettung und vollständige Errettung zwei Paar Schuhe. Ja, so könnte man sagen. Die Errettung und die vollständige Errettung sind zwei gänzlich unterschiedliche Konzepte, die sich wesentlich voneinander unterscheiden. Das stimmt. Was die Frage der vollständigen Errettung angeht, schauen wir uns an, was das Wort des allmächtigen Gottes sagt. Ich lese aus seinem Buch vor. Wenn die Menschen sich vom Schmutz und der Verdorbenheit Satans befreit haben, dann werden sie Gottes Errettung empfangen. Sind sie aber nicht imstande, sich aus eigener Kraft zu befreien, um sich von seiner Verdorbenheit und seinem Schmutz zu entledigen, werden sie immer noch unter Satans Einfluss stehen. Die Hinterhältigkeit, Arglist und Verworfenheit der Menschen kommen allesamt von Satan. Indem Gott dich rettet, sondert er dich von diesen Dingen ab. Gottes Wirken kann nicht irren und dient allein dazu, den Menschen aus der völligen Finsternis zu retten. Wenn du unter Satans Einfluss stehst, wirst du nicht fähig sein, Gott in dir zu manifestieren. Du bist Unrat und aus diesem Grund kannst du Gottes Erbe nicht antreten. Sobald du gereinigt und vollkommen bist, wirst du heilig sein. Dann bist du ein normaler Mensch. Dann wirst du von Gott gesegnet sein und Gott erfreuen können. An dem Wort des allmächtigen Gottes können wir Folgendes erkennen. Das Richtmaß für die vollständige Rettung der Menschheit ist die Befreiung von der Sünde durch die Reinigung. Mit anderen Worten, der Zweck von Gottes Führung des Menschen ist es, eine Gruppe von Menschen zu gewinnen, die sich von der Sünde befreien können und ihm wirklich gehorchen und ihn anbeten können. Keinesfalls aber Menschen, denen ihre Sünden zwar vergeben wurden, die trotz allem dennoch oft sündigen und sich Gott widersetzen. Deshalb sind Menschen, die wirklich erlöst wurden, die Menschen, die von Gottes Urteilswerk der letzten Tage gründlich gereinigt wurden, nachdem sie von Gott erlöst worden sind. Das heißt Menschen, die die Wahrheit wirklich verstehen und das Wort Gottes als ihr Leben ansehen. Ihre ursprüngliche Arroganz, Habsucht, Selbstgefälligkeit, Arglist, Bosheit und andere verderbte Veranlagungen haben sich geändert. Und sie können nach Gottes Wort handeln und in allem nach der Wahrheit leben.
Ihre satanische Natur ist nicht mehr in Ihnen. Von jetzt an können Sie standhaft bleiben gegen Satan. Und Sie können Zeugnis ablegen, ohne dass Ihnen etwas widerfährt. Ohne Klagen und Wahl zu haben. Und Sie sind nach wie vor in der Lage, ihm zu gehorchen und zu lobpreisen für alle Zeit. Gott könnte Sie Satan übergeben. Und Satan könnte Sie nicht mehr mit seiner Arglist korrumpieren. Nur so jemand ist erlöst und vollkommen frei von Sünde. Nur dann ist man vollkommen rein und ist vollkommen gerettet worden. Nur solch ein Mensch kann die Schwelle zu Gottes Königreich überschreiten. Wenn ich das, was Sie sagen, zugrunde lege, ist die Errettung, über die wir diskutieren, nicht die völlige Errettung. Brüder und Schwestern, der deutliche Unterschied zwischen Errettung und Errettung, die vollständig ist, dürfte jetzt jedem klar sein. Errettung bezieht sich darauf, dass die Sünden aller Menschen vergeben werden und er nicht mehr verurteilt werden kann. Doch die Ursache der Sünde im Menschen ist noch nicht klar gelöst worden. Die vollständige Errettung bezieht sich auf den Menschen, der, nachdem er Gottes Werk des Urteils und die Reinigung der letzten Tage erlebt hat, Wahrheit gewonnen und sich so von der Sünde befreit hat, nachdem er von Gott gereinigt und gewonnen wurde. Wenn wir zwar die Erlösung von Jesus annehmen, aber Gottes Urteilswerk der letzten Tage nicht annehmen, dann werden wir uns nie von der Knechtschaft und den Ketten der Sünde befreien. Deshalb kommt Gott und drückt die Wahrheit aus und löst unser Problem mit der Sünde und merzt die Ursache für alle Zeit aus und macht uns frei. Probleme mit der Sünde und die Bekämpfung der Ursache, wie ist das zu verstehen? Du weißt schon. Das Problem mit der Sünde soll noch nicht gelöst sein, behauptest du? Was denkst du, wie die Sünde uns erreicht hat? Ehrlich, woher glaubst du denn nur, dass die Sünde herstammt? Brüder und Schwestern, der Ursprung der menschlichen Sünde, das schlummerte im Verborgenen. Hätte Gott das Geheimnis nicht umfassend für uns beantwortet und gelüftet? Ein Kapitel aus den Worten des allmächtigen Gottes als Antwort auf die Frage. Schlag dazu bitte die Seite 455 auf. Das verdorbene Naturell des Menschen liegt daran, dass er von Satan getreten und vergiftet wurde. Damit hat Satan seiner Moral, seiner Denkweise, seiner Einsicht und Vernunft großen Schaden zugefügt. Der Grund, warum der Mensch gegen Gott ist und die Wahrheit nicht verstehen kann, exakt daran liegt es. Diese fundamentalen Dinge des Menschen wurden von Satan verdorben und sind völlig anders. Als Gott sie ursprünglich erschuf, dass der Mensch gegen Gott ist und die Wahrheit nicht versteht. Die Quelle des Widerstands und der Widerspenstigkeit des Menschen gegenüber Gott ist seine Korrumpierung durch Satan. Weil er durch Satan verdorben wurde, ist das Gewissen des Menschen immer empfindungsloser geworden. Ist er unmoralisch, sein Gedankengut ist zurückgeblieben und er hat eine unreife geistige Einstellung. Gottes Worte sind deutlich. Der Ursprung unseres häufigen Sündigens liegt in der gottwidrigen Natur, die wir Gott verraten und sein Wort nicht hören. Wir sind von Satan zutiefst korrumpiert worden. Alle möglichen Gifte Satans haben sich bereits tief in uns verwurzelt. Satans Gedanken und seine Philosophie sind zu unseren Regeln des Überlebens und zu unseren Prinzipien des Verhaltens geworden. Deshalb stellen sich unsere Ansichten alle gegen Gott und die Wahrheit. Wenn wir Satans Gedanken und seiner Philosophie in all unseren Handlungen folgen, werden wir in allem, was wir tun, gegen Gott aufbegehren und nicht gehorchen. Wenn diese Dinge nicht gelöst werden, das heißt, wenn sich unsere Gedanken und Ansichten nicht wenden und sich unsere Disposition nicht ändert, dann werden wir für immer gegen Gott sein und nie in Übereinstimmung mit ihm sein. Entschuldige, Prediger, könntest du darüber sprechen, wie die verderbte Natur und die satanischen Ansichten und Blickwinkel von uns es bewirken, dass wir uns Gott entgegensetzen? Gerne, hier ein Beispiel. Jesus, der Herr, sagte, aber ihr sollt euch nicht Rabbiner nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt,
der wird erhöht werden. Das Zitat sagt Folgendes: Gott gefallen die Menschen, die bereitwillig demütig sind und gehorchen. Je demütiger ein Mensch ist, desto edler ist er. Doch unser Denken und unsere Ansicht ist, dass man umso mehr verherrlicht würde, je mehr man erhöht und bewundert wird. Sich jemandem zu fügen, gilt als Demütigung. Da uns diese Gedanken und Ansichten von innen zerfressen, sind wir im Wesen arrogant, eingebildet, selbstherrlich und egoistisch und wollen anderen nicht unterstellt werden. Wir sind unfähig, das Wort des Herrn überhaupt auszuführen, geschweige denn, Gott zu fürchten und uns vom Bösen fernzuhalten. Genau wie dereinst die jüdischen Hohepriester und Pharisäer, die natürlich alle mit dem Gesetz vertraut waren. Sie wussten, dass Gott von den Menschen verlangt, demütig zu sein. Als Jesus kam, um zu wirken, weigerten sie sich aufgrund ihrer arroganten Natur, ihre hohe Stellung in der Synagoge aufzugeben und Jesus zu gehorchen. Schlussendlich, um ihren eigenen Ruhm, Status und Gewinn zu wahren, verurteilten und töteten sie nicht nur Jesus, sondern sie zogen aus, um seine Jünger zu verfolgen und auch sie zu Tode zu bringen. Tja. Wenn wir uns die heutige Situation einmal genauer ansehen, auch wenn alle, die dem Herrn folgen, bereit sind, die Lehren des Herrn aufrechtzuerhalten und die Worte des Herrn wie sei demütig, geduldig, vergebend, gütig und unvoreingenommen wiederholen. Wenn der Gott der letzten Tage kommt, um sein neues Werk zu eröffnen, weil ihre Gedanken und Ansichten absurd sind und ihre Natur arrogant ist, beurteilen sie willkürlich, verdammen, verleumden und lästern sie Gottes Werk. Schauen wir uns an, was der allmächtige Gott dazu sagt. Schlagt bitte Seite 297 auf. Wenn du in deinem Inneren zum Beispiel selbstgefällig und arrogant bist, wird es unmöglich sein, sich Gott nicht zu widersetzen. Vielmehr würdest du dazu gebracht werden, dich ihm zu widersetzen. Du würdest es nicht absichtlich tun. Du würdest es unter der Dominanz deiner arroganten und eingebildeten Natur tun. Deine Arroganz und deine Selbstgefälligkeit brächten dich dazu, auf Gott herabzusehen. Sie brächten dich dazu, Gott als unbedeutend anzusehen. Sie brächten dich dazu, dich selbst zu erhöhen. Sie brächten dich dazu, dich ständig zur Schau zu stellen und dich schließlich an Gottes Stelle zu setzen und für dich selbst Zeugnis abzulegen. Am Ende würdest du deine eigenen Vorstellungen, deine eigenen Einfälle, deine eigene Einbildung und dein eigenes Denken zu Wahrheiten machen, die angebetet werden. Daran kannst du erkennen, wie viel Böses von Menschen unter der Vorherrschaft ihrer arroganten und selbstgefälligen Natur verübt wird. Diese Worte bedeuten, wenn die satanische Natur des Menschen und die dadurch entstandenen und verbreiteten Gifte nicht aufgelöst werden, wird er nicht in der Lage sein, Gott zu gehorchen und mit Gott vereinbar zu sein. Alles, was er tun kann, ist unfreiwillig zu sündigen und sich Gott zu widersetzen und Gott zu verraten. Deshalb kam der Gott der letzten Tage, um die Wahrheit auszudrücken, in deren Verlauf er des Menschen innere satanische Natur und Gedanken richtete und entlarvte. Er wird ihn klar verstehen und erkennen lassen, dass diese Gifte von Satan absurd und äußerst schlimm sind. Diese stehen allesamt im Widerspruch zu Gott und er kann diese somit ablehnen und verweigern. Die Wahrheit, die von Gott kommt, kann somit angenommen werden. Nur so kann sich der Mensch gänzlich von der Sünde befreien und nur so kann der Mensch von Gott gewonnen werden, um in sein himmlisches Königreich zu kommen. Du bist der Ansicht, dass Gott Worte verwendet, um den Menschen zu richten und zu reinigen? Gott verwendete Worte, um die Menschen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zu richten. Gottes Gericht hat den Menschen nie verlassen. Konnten diese Worte nicht den Menschen richten? Konnten sie den Menschen etwa nicht reinigen und retten? All das geschieht bereits und wir kennen es. Gut formuliert. Wenn wir die Worte Gottes verwenden, um unsere Sünden zu richten und unser Verhalten zu korrigieren und das der Bibel entsprechend zu tun, genügt das. Was ihr da über Gott sagt,
Er müsse nach wie vor Worte verwenden, um sein Werk des Urteils und der Reinigung auszuführen, ist völlig überflüssig und nicht neu. Gott hat schon sehr viele Worte des Urteils in der Bibel zum Ausdruck gebracht, ungeachtet dessen, ob man nun das Alte Testament oder das Neue betrachtet. Es ist unnötig, weitere Worte des Urteils zum Ausdruck zu bringen. Geht besser nach Hause und lest nochmal die Bibel. Noch mehr Worte darüber zu verlieren, ist nicht nötig. Brüder und Schwestern, ja, stimmt, dass Gott in dem Alten und Neuen Testament ein paar strenge Worte sagte. Diese Worte sind keineswegs die gleichen Worte des Urteils, die Gott in den letzten Tagen ausdrückt. Das klingt vernünftig. Solche Worte haben. Die strengen Worte, die Gott im Zeitalter des Gesetzes und im Zeitalter der Gnade sprach, waren nur Gottes Worte der Bestrafung und des Tadels an den Menschen auf dem Hintergrund ihres Zeitalters. Sie sollten nicht die Natur des Menschen oder die Gedanken und Ideen im Inneren des Menschen enthüllen. Es liegt daran, dass das Werk von Gott Jehova im Zeitalter des Gesetzes im Wesentlichen dazu diente, Gesetze zu erlassen und Gesetze einzusetzen, um den Menschen zu führen. Jeder, der gegen das Gesetz verstieß, wurde dem Urteil unterworfen, aber das war nur eine Bestrafung, die gegen eine Person oder einige Leute gerichtet war, die gegen Gesetze verstoßen hatten. Im Zeitalter der Gnade tat Jesus, der Herr, hauptsächlich das Werk der Erlösung. Seine Worte des Tadels führte er allein gegen die Pharisäer jener Zeit, wohingegen das Werk des Gerichts von Gott im Zeitalter der letzten Tage verrichtet wird. Deshalb drückt der allmächtige Gott die Wahrheit aus, um die Natur und das Wesen des Menschen zu enthüllen. Um die Worte und Taten des Menschen zu sezieren, über die Ungerechtigkeit und den Ungehorsam des Menschen zu richten, um den Menschen Gottes gerechte und unverletzliche Disposition verstehen zu lassen und die Realität der eigenen Verderbtheit, sodass er die Fähigkeit gewinnt, Gott zu fürchten und das Böse zu meiden und so seine verderbte Gesinnung zu reinigen und Gottes Heil zu erlangen. Was sagst du? Die satanische Veranlagung aufdecken und die Taten und Worte dann sezieren? Ich habe noch nie von solchen Aussagen gehört. Brüder und Schwestern, es ist besser, wenn wir uns ansehen, was der allmächtige Gott sagt. Schlagen Sie bitte Seite 42 des Buches Die vom Lamm geöffnete Schriftrolle auf. Wenn es um das Wort Urteil geht, wirst du an die Worte denken, die Jehova an allen Orten sprach und an die Worte des Tadels, die Jesus zu den Pharisäern sagte. Auch wenn diese Worte streng sind, sind sie nicht das Urteil Gottes über uns, den Menschen. Es sind nur Worte, die von Gott in verschiedenen Umgebungen, das heißt vor anderen Hintergründen, gesprochen wurden. Und sie ähneln nicht den Worten, die von Christus gesprochen werden, wenn er den Menschen in den letzten Tagen richtet. In den letzten Tagen benutzt Christus verschiedene Wahrheiten, um den Menschen zu belehren, das Wesen des Menschen zu offenbaren und seine Worte und Taten zu richten und zu sezieren. Diese Worte beinhalten verschiedene Wahrheiten, wie zum Beispiel die Pflichten des Menschen, wie der Mensch Gott gehorchen soll, wie der Mensch es bewerkstelligen kann, Gott seine unverbrüchliche Treue zu schenken, wie der Mensch eine ganz normale Menschlichkeit ausleben sollte, sowie die Weisheit und Disposition von Gott und so weiter. Diese Worte konzentrieren sich alle auf das Wesen des Menschen und seine verdorbene Veranlagung. Insbesondere werden jene Worte, die offenbaren, wie der Mensch Gott verachtet, in Bezug darauf gesprochen, wie der Mensch eine Verkörperung des Satans und eine feindliche Kraft gegen Gott ist und sein Wort. Wenn Gott seine Arbeit des Gerichtes leistet, verdeutlicht er nicht nur einfach die Natur des Menschen mit ein paar Worten, sondern er enthüllt sie, befasst sich mit ihr und schneidet sie auf lange Sicht zurück. Diese Methoden der Enthüllung, des Sich-Befassens und Zurückschneidens, können nicht durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die der Mensch überhaupt nicht besitzt. Nur Methoden dieser Art werden als Gericht angesehen. Nur mit einem Gericht dieser Art kann der Mensch überredet werden und vollkommen von der Unterwerfung unter Gott überzeugt werden, und darüber hinaus kann er wahres Wissen über Gott gewinnen. Dieses Wissen wird ihm von nun an stets zu eigen sein. Ich denke, die Worte des allmächtigen Gottes sagen es uns ganz klar. Gott verwendet sein Wort in den letzten Tagen hauptsächlich dazu, um
die korrumpierte Natur des Menschen zu richten und sie anschließend gründlich zu reinigen. Das Werk beinhaltet auch die Klassifizierung aller Menschen, aller Art und darüber hinaus die Beendigung des Zeitalters. Gott wirkt und spricht auf die gottwidrige Natur und das, was uns allen zugrunde liegt, das Wesen der Menschen jeglicher Fasson. Alle Menschen, die Gottes Werk der letzten Tage demütig entgegennehmen, sind Objekte des Urteils und der Reinigung Gottes. Ah, Dank sei dem Herrn, jetzt verstehe ich's. Gottes Gericht der letzten Tage ist es, den Menschen zu reinigen und zudem den Menschen zu verändern. Das ist etwas anderes als die Ermahnung der Pharisäer durch Jesus, den Herrn. Pastor Cho, was hältst du denn von der Sache? Ihre Thesen klingen vernünftig und sind absolut gerechtfertigt. Ja, einiges davon trifft mich mitten ins Herz. Ich kann mir nicht helfen, aber sie scheinen mich überzeugt zu haben. Ist es möglich, dass Gott tatsächlich ein neues Urteilswerk mit Worten verrichtet hat? Das ist ein ganz neuer Ansatz. Könnte der desolate Zustand der Kirche vielleicht doch darauf zurückzuführen sein, dass Gottes Werk übertragen wurde? Das Urteilswerk der Worte des allmächtigen Gottes hat die Worte von Jesus in der Tat erfüllt. Ich habe euch noch viel zu sagen, doch ihr könnt's jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Der Geist der Wahrheit ist der allmächtige Gott. Er ist zu uns gekommen. Und er sprach unzählige Worte zu uns, um den Menschen zu allen Wahrheiten zu geleiten, den Menschen von der Sünde zu befreien und um Reinigung zu erreichen. Auch die Worte von Jesus dem Herrn werden erfüllt. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Ich glaube, die Bibel sagt, alle würden sich grämen, wenn Gott in den letzten Tagen Gericht halten wird. Es trat nicht eine Prophezeiung ein. Wie könnt ihr nur glauben, Gott habe bereits das Werk des Gerichts verrichtet, bitteschön? Ich hab's dir doch gesagt. Was die erzählen, geht nicht konform mit der Bibel. Er hat sein Urteilswerk ganz bestimmt noch nicht verrichtet. Denn ansonsten wären das Gute und das Böse doch bereits getrennt worden. Weshalb sonst haben wir nicht gesehen, wie die Bösen vernichtet werden und die Gerechten in das Himmelreich eingehen? Genau, keiner hat eine Strafe erhalten. Ein Urteil kann man das nicht nennen. Brüder und Schwestern, so dachten wir einst alle. Der Tag der Rückkehr des Herrn, um zu urteilen, ist der Tag, an dem alle Nationen trauern und von ihm gerichtet werden. Eigentlich ist das nur die Fantasie und die Vorstellung des Menschen. Die Realität ist etwas anderes. Gottes Urteil der letzten Tage ist das Werk, den Menschen gründlich von der Sünde zu reinigen und zu retten. Es gründet sich auf den Worten, das Gericht beginnt vor dem Hause Gottes. In den letzten Tagen drückt Gott Worte unter seinen Gläubigen aus und durch das Urteil seiner Worte unterscheidet er Gut und Böse und reinigt gründlich all diejenigen, die die Wahrheit lieben. Und sich nach seinem Erscheinen verzehren werden und alle herbeiströmen. Gleichzeitig entlarvt er diejenigen, die die Wahrheit hassen und Gott verurteilen und ablehnen, bevor er das Gute belohnt und das Böse bestraft. Das Gericht der letzten Tage ist Errettung, nicht Zerstörung. Glaubt mir. Lasst uns erneut die Worte des allmächtigen Gottes lesen. Ich schlage vor, ich lese diesmal. Bitte schlagt Seite 808 auf. Gott ist nicht gekommen, um zu töten oder zu vernichten, sondern um zu richten, zu verfluchen, zu züchtigen und zu erretten. Vor dem Abschluss seines 6000 Jahre währenden Führungsplanes, bevor er das Ende einer jeden Kategorie der Menschheit deutlich macht, dient Gottes Werk auf Erden der Erlösung. Dies alles ist, um diejenigen, die ihn lieben, gänzlich vollkommen zu machen und sie anschließend seiner Herrschaft zu unterwerfen. Gott kommt, um auf der Erde zu wirken, um die verdorbene Menschheit zu erretten.
Darin liegt auf keinen Fall die geringste Falschheit. Anderenfalls würde er sicherlich nicht kommen, um sein Werk selbst auszuführen. Der Zweck des Wirkens Gottes an den Menschen ist, dass sie Gottes Willen zufriedenstellen können. Und dies geschieht alles zur Erlösung der Menschen. Daher leistet er während der Zeit seiner Erlösung der Menschen nicht die Arbeit der Bestrafung der Menschen. Während der Zeit der Erlösung der Menschen bestraft Gott nicht das Böse oder belohnt das Gute des Menschen, noch eröffnet er die Ziele aller Menschen. Erst nach Abschluss seines Werkes wird er das Werk der Bestrafung des Bösen und Belohnung des Guten vornehmen und danach das Ende der unterschiedlichen Arten von Menschen offenbaren. Der allmächtige Gott sagt es uns hier mit seinen eigenen Worten mehr als deutlich. Er setzt in den letzten Tagen vor allem seine Worte ein, um den Menschen zu richten, um all jene gründlich zu vervollkommnen, die wirklich an Gott glauben und in der Lage sind, Gottes Gericht anzunehmen, um gereinigt zu werden. Nur dann wird er das Gute natürlich auch belohnen und das Böse strafen. Die Wiederkunft des Herrn dient also dazu, um den Menschen durch das Ausdrücken von Worten zu richten. Der Mensch soll durch sie alle Wahrheiten verstehen, damit er Errettung erlangen kann. Dann das Gute belohnen und das Böse bestrafen. Ja, das Werk des Herrn ist sehr mysteriös und der Mensch kann es gar nicht erfassen. Pastor Cho, ältester Ahn, was Sie sagen, hat mit der Bibel nichts zu tun. Wie lange hört ihr euch das noch an? Die Heilige Schrift sagt von Anfang an, dass wir sicher gerettet werden. Auf die Gnade Gottes ist Verlass. Wir sollten an der Errettung durch Jesus, den Herrn am Kreuz, festhalten. Vertraut auf den Herrn. Lasst uns gehen. Ich verschwinde. Also? Pastor Hahn, die Bibel sagt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ihre Kommunikation ist objektiv gesehen vernünftig. Und gerechtfertigt, wir sollten bleiben und zuhören. Pastor Hahn, bitte bleib, lauf nicht weg. Was Sie sagen, macht Sinn. Lasst uns weiter zuhören. Das finde ich auch. Was Sie erzählen, ist unserer Suche würdig, in der Tat. Glaubt denen kein Wort davon, stimmt nichts. Solange wir auf die Errettung durch Jesus, den Herrn, vertrauen, werden wir sicherlich ins Himmelsreich eingehen. Ganz bestimmt. Wir brauchen kein Urteilswerk. Ich habe das Gefühl, was Sie gesagt haben, kommt von Gott und kann unsere sündige Natur beseitigen, ja. Ich find's besser, wenn wir weiter zuhören. Pastor Cho, ältester Ahn, egal was passiert, wir sollten unbedingt am Weg des Herrn festhalten. Ich gehe jetzt. Pastor Hahn, Gott ist weise und Gottes Werk hat den Vorstellungen des Menschen noch nie wirklich gemundet, nicht wahr? Das ist doch so. Ich hoffe, du willst weitersuchen und bleiben. Pastor Hahn. Ältester Hahn. Hey, komm, setz dich. Schwester Ma. Ältester Ahn, bitte setz dich doch. Nachdem ich euch intensiv zuhörte, habe ich ein gewisses Verständnis von Gottes Urteilswerk der letzten Tage. Doch ich frage mich, wie verrichtet der Gott der letzten Tage das Urteilswerk der Reinigung des Menschen? Zu der Frage, wie der Gott der letzten Tage Urteilswerk und Reinigung verrichtet, wollen wir aus dem Wort des Allmächtigen Gottes lesen. Die vom Lamm geöffnete Schriftrolle, Seite 43. Wenn Gott seine Arbeit des Gerichtes leistet, verdeutlicht er nicht nur einfach die menschliche Natur mit einigen wenigen Worten, sondern er enthüllt sie, befasst sich mit ihr und schneidet sie auf lange Sicht zurück. Diese Methoden der Enthüllung des Sich-Befassens und Zurückschneidens können keinesfalls durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die der Mensch überhaupt nicht besitzen kann. Nur Methoden dieser Art können als Gericht erachtet werden. Nur mit einem Gericht dieser Art kann der Mensch überredet werden und vollkommen von der Unterwerfung unter Gott überzeugt werden. Und darüber hinaus kann wahres Wissen über Gott erlangt werden. Was die Arbeit des Gerichtes mit sich bringt, ist das Verständnis des Menschen für das wahre Gesicht Gottes. Und die Wahrheit über die eigene Widerspenstigkeit
Die Arbeit des Gerichtes macht es dem Menschen möglich, viel Verständnis für den Willen Gottes, für den Zweck von Gottes Arbeit und für die Geheimnisse, die von ihm nicht verstanden werden konnten, zu gewinnen. Es erlaubt dem Menschen auch, sein verdorbenes Wesen und die Wurzeln seiner Verdorbenheit zu erkennen und sie zu verstehen und ebenso die Hässlichkeit des Menschen gründlich und genau zu entdecken. Alle diese Auswirkungen werden durch die Arbeit des Gerichtes herbeigeführt. Denn es ist die wesentliche Substanz dieser Arbeit, nicht nur die Wahrheit und den Weg, sondern auch das Leben von Gott zu bekunden, um sie den Gläubigen zu eröffnen. Diese Arbeit ist die Arbeit des Gerichts, die von Gott verrichtet wird. Wenn du diese Wahrheit nicht als wichtig erachtest, ständig daran denkst, sie zu vermeiden, oder an einen neuen Ausweg daraus denkst, sage ich, dass du ein schlimmer Sünder bist. Wenn du an Gott glaubst, jedoch nicht die Wahrheit oder den Willen Gottes suchst und auch nicht den Weg liebst, der dich Gott näher bringen würde, dann würde ich sagen, dass du jemand bist, der versucht, dem Urteil auszuweichen und dass du eine Marionette und ein Verräter bist, der vor dem großen weißen Thron flieht. Gott wird keinen der Aufbegehrenden, die unter seinen Augen entkommen, verschonen. Solche Menschen werden noch strenger bestraft werden. Ich glaube, das muss die Stimme Gottes sein. Ja, die Worte sind streng. Ich glaube, du hast recht. Diese Worte tragen die Autorität Gottes. Sie können nicht von Menschen gesprochen sein. O Herr, das... Ja, das ist deine Stimme. Wer sonst könnte eine solche Warnung an die Menschheit ausgeben? O Herr! Brüder und Schwestern, in seinem Werk der letzten Tage drückt Gott die Wahrheit aus, die ganz auf der satanischen Natur und Veranlagung der Menschheit beruht. Er nutzt die Wahrheit, um den Ungehorsam des Menschen zu beurteilen und auch seine Ungerechtigkeit zu richten und ihn zu züchtigen. Damit ermöglicht er uns, sich dem Urteil seiner Worte zu unterwerfen und Verständnis für die Wahrheit zu erlangen, um das Böse und die Absurdität der satanischen Gedanken und Ansichten sowie die Realität unserer Verdorbenheit, des Widerstandes und des Verrats an Gott zu erkennen und unsere schmutzige und hässliche Seele klar zu sehen. Die Reue wird dann in uns hervorgerufen und wir werden uns selbst verachten und verabscheuen können. Wir werden diese falschen Gedanken und Ansichten aufgeben und nicht mehr im Vertrauen auf unsere satanische Natur handeln und imstande sein, im Einklang mit den Worten Gottes zu handeln und unsere Lebensdisposition zu ändern. Das ist das Ergebnis von dem Urteil und der Züchtigung. Nachdem ich euch jetzt die ganze Zeit zuhöre, spüre ich im Moment, die Menschheit kann anscheinend wirklich die Frage der Sünde lösen, indem sie die Wahrheit versteht. Teilt doch bitte euer Zeugnis mit allen von uns. Oh ja, wir würden wirklich gerne euer Zeugnis hören. Ja, früher haben wir alle gedacht, es gehe darum, die Seele zu retten und den Frieden des Fleisches zu erlangen und seinen Segen zu empfangen und zu genießen für den Rest unseres Lebens. So lebten wir früher. Darum haben wir alle unter der Kontrolle dieses Glaubens für den Herrn Dinge verlassen, sind gereist und haben alles aufgewendet und baten um seinen Segen und seine Weisheit und hofften auf seine Gnade, die uns nie verlassen sollte. Wir waren der Meinung, dass wir auserwählt seien, diese Dinge für uns beanspruchen zu können. Aber erst als ich mit Gottes Urteilswerk konfrontiert wurde und die Worte des allmächtigen Gottes gelesen hatte, verstand ich, dass ich falsch lag. Seine Worte drücken das Schöne aus. Die vom Lamm geöffnete Schriftrolle, Seite 1045. Die Beziehung des Menschen zu Gott, sie beruht lediglich auf Selbstinteresse. Es ist die Beziehung zwischen dem Empfänger und Geber der Segnungen verteilt. Um es schlicht auszudrücken, es ist wie die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer arbeitet nur, um den Lohn zu erhalten, den ihm der Arbeitgeber entgegenbringt. In einer derartigen Beziehung
gibt es keinerlei Zuneigung. Es besteht nur ein Abkommen. Es gibt kein Lieben und Geliebtwerden, nur Wohltätigkeit und Erbarmen. Es gibt keinerlei Verständnis, sondern lediglich Resignation und Täuschung. Es gibt keine Intimität, nur eine Kluft, die nicht überbrückt werden kann. Aufgrund dessen, was durch Gottes Worte offenbart wird, schämten wir uns alle sehr. Wir sahen, dass unsere Verderbtheit zu tief verachtenswert und unsere Natur zu gierig ist, ohne jede Menschlichkeit und Vernunft. Wir haben an Gott geglaubt, nicht um der Wahrheit nachzugehen oder um Gott zu lieben, um ein bedeutungsvolles Leben zu führen, sondern um unseren persönlichen Wunsch nach Segen zu befriedigen. Wir liefen umher und bemühten uns, um Gottes ewigen Segen zu bitten und ihn zu erlangen. Zu jener Zeit waren unsere Herzen besonders bußfertig. Und wir sehnten uns danach, unsere persönlichen Ambitionen und Wünsche aufzugeben. Als wir Gottes Anforderungen nach der Wahrheit verfolgten, haben wir uns allmählich vom Glauben befreit und baten um Brot, um satt zu werden. Die Worte sind gut gewählt. Als ich das Wort des allmächtigen Gottes erfahren habe, empfand auch ich sehr tief, dass ich durch die Rechtsprechung seines Wortes meine bisher falschen Ansichten über den Glauben an Gott ein für allemal umkehren und positiv leben konnte. Ich las Gottes Worte. Die Gottesliebe derjenigen, die vollkommen gemacht wurden, dient dazu, ihre eigenen persönlichen Aspirationen zu erfüllen. Ihre Liebe ist von einer spontanen Art. Eine Liebe, die nichts im Gegenzug erwartet und keine Gegenleistung erwartet. Sie lieben Gott wegen nichts weiter als ihrem Wissen über ihn und seine Existenz. Solchen Menschen ist es egal, ob Gott ihnen Gnade zukommen lässt, und sie begnügen sich allein damit, Gott zufriedenzustellen. Sie schließen mit Gott weder ein Geschäft ab, noch messen sie ihre Gottesliebe nach ihrem eigenen Gewissen, wie das folgende: Ich erhielt etwas, das du mir gabst, also liebe ich dich im Gegenzug. Wenn du mir nichts gibst, dann habe ich im Gegenzug auch nichts für dich. Durch die Führung und Erleuchtung, durch Gottes Wort wurde mir klar, dass man, solange man lebt, Gott anbeten und der Liebe zu ihm nachgehen sollte. Denn eigentlich kennen wir alle das schon sehr lange. Wir haben als Sohn oder Tochter die eigenen Eltern vorbehaltlos geliebt, ohne Bedingungen, Gründe und darüber hinaus ohne Forderungen. Das ist, womit ein Mensch ausgestattet sein sollte, einem Gewissen. Dafür hasste ich mich selbst noch mehr. Ich war bereit, Buße zu tun und mich zu ändern, aber ich wollte nicht weiter Geschäfte mit Gott tätigen. Ich war pflichtbewusst, indem ich vor Gott gehorsam war und Gottes Führung und Vervollkommnung erhielt. Ich habe mich so befreit gefühlt und habe es wirklich gerne angenommen. Das konnte ich durch Gottes Werk der letzten Tage sehr würdigen. Nur durch die Annahme des Gerichts und die Züchtigung der Worte habe ich verstanden, was meine gottwidrige, betrügerische, satanische Natur verstehen kann. Nur so kann ich Gottes gerechte, unantastbare Disposition kennen und verstehen. Eine sehr schöne Erfahrung. Nur dann kann ich mich allmählich von der Sünde befreien und ein neuer Mensch werden. Sonst werden wir für immer in Sünde leben und werden nicht würdig sein, dass Gott uns zu einem schönen Ziel führt. Dort können wir dann sein und Frieden finden. Ich vertraue auf Gott, er wird uns führen. So ein Erlebnis ist wirklich real. Dies ist ein Zeugnis, von dem wir noch nie zuvor gehört haben. Ja. Die Predigt war ergreifend und kam wirklich von Gott, oder? Wer sonst hätte die Korrumpierung eines Menschen enthüllen und dermaßen eine solche Veränderung bewirken können? Diese Rettung ist allzu wirklich. Noch nie habe ich es so deutlich gespürt. Prediger, ist es richtig, dass Urteil und Züchtigung durch das Wort des allmächtigen Gottes akzeptiert werden muss, um gerettet zu werden? Ja? Ja, ältester Ahn. Ich würde vorschlagen, ich lese dazu die Worte des allmächtigen Gottes. Er beantwortet alle Fragen.
Dazu schlagen wir die Seite 1024 auf. Jene, die in der Lage sind, während Gottes Arbeit, des Gerichtes und der Züchtigung der letzten Tage, das heißt während der letzten Reinigungsarbeiten, standzuhalten, werden diejenigen sein, die mit Gott in endgültige Ruhe eintreten werden. Daher werden all jene, die in die Ruhe eintreten und befreit wurden von Satans Einfluss, letztendlich von Gott erlangt werden, nachdem sie seine letzte Reinigungsarbeit vollständig durchlaufen haben. Diese Menschen, die letztendlich von Gott erreicht wurden, werden in die endgültige Ruhe eintreten. Das Wesen von Gottes Arbeit der Züchtigung und des Gerichtes dient der Reinigung der Menschheit und dem Tag der letzten Ruhe. Andernfalls wird die gesamte Menschheit nicht in der Lage sein, ihrer eigenen Art zu folgen oder in die Ruhe einzutreten. Diese Arbeit ist der einzige Pfad der Menschheit, in die Ruhe einzutreten. Durch die Worte des allmächtigen Gottes können wir es verstehen. Um Worte auszudrücken, wurde Gott in den letzten Tagen Fleisch, um zu richten, um den Menschen zu verändern, ihn zu züchtigen und zu reinigen, damit er geläutert ist. Nur über diesen Weg erkennt der Mensch Gott und kann durch ihn gerettet werden. Und es ist auch der einzige Weg, um schlussendlich zur Ruhe zu kommen. Diese Worte werden auch oft in den Prophezeiungen der Offenbarung des Johannes erwähnt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese von Gott überbrachten Worte über sein Gericht der letzten Tage machen uns deutlich, dass sie sehr wichtig für uns verdorbenen Menschen sind. Könnt ihr das nicht akzeptieren, dann werdet ihr die ewige Errettung durch Gott verlieren. Und der Weg der Ruhe ist für euch auf ewig verloren. Ja, was das Gericht und die Austreibung für den Menschen bringen, ist Vollkommenheit und Heil. Nur das führt den Mensch auf den richtigen Weg. Nur indem wir Gottes Urteilswerk annehmen und ihm gehorchen werden, können wir Gottes wahre Liebe und Rettung erlangen. All jene, die Gottes Urteilswerk der letzten Tage ablehnen, werden der Bestrafung Gottes unterzogen und erleiden Verderben und Zerstörung. Das ist genauso, wie der allmächtige Gott sagt. Erlaubt mir zu lesen. Schlagt bitte Seite 57 von Die vom Lamm geöffnete Schriftrolle auf. Beginnen wir. Der Christus der letzten Tage bringt Leben und den dauerhaften und unvergänglichen Weg der unverbrüchlichen Wahrheit. Diese Wahrheit ist der Weg, durch den der Mensch Leben gewinnen wird. Und es gibt nur diesen Weg, durch den der Mensch Gott erfahren wird und von Gott gut geheißen werden kann. Wenn du nicht den Weg des Lebens verfolgst, der von dem Christus der letzten Tage gegeben wird, wirst du nie die Zustimmung Jesu erlangen. Du wirst nie dafür geeignet sein, durch die Tore des himmlischen Königreiches einzutreten, weil du sowohl eine Marionette als auch ein Gefangener der Vergangenheit bist. Diejenigen, die von Regeln und Buchstaben kontrolliert werden und von der Vergangenheit gefesselt sind, werden nie das Leben gewinnen können und nie in der Lage sein, das ewige Leben zu erlangen. Es kommt davon, dass alles, was sie erlangen können, trübes Wasser ist, das seit Tausenden von Jahren abgestanden ist. Anstelle des Wassers des Lebens, das vom Thron fließt. Die Menschen, die nicht mit dem Wasser des Lebens versorgt werden, werden alle für immer Leichen bleiben, Spielzeuge Satans und Söhne der Hölle sein. Ich bin ergriffen. Das war die Stimme des Herrn. Dank sei dem Herrn. Dank sei dem Herrn. Der Herr ist endlich wieder zu uns zurückgekehrt. Ja, niemand anders als der allmächtige Gott wird uns erlösen können. Gottes Werk duldet keinerlei Aufschub. Diejenigen, die nicht mithalten, werden die Erlösung Gottes endgültig verlieren und seinen Segen niemals erhalten. Ich möchte gerne, dass wir jetzt noch einmal einige Worte des allmächtigen Gottes lesen werden.
Schlagt bitte Seite 135 auf. Das Werk Gottes ist wie mächtige, anschwellende, tosende Wellen. Niemand kann ihn aufhalten und niemand kann seine Schritte bremsen. Nur diejenigen, die aufmerksam auf seine Worte hören, ihn suchen und nach ihm dürsten, können seinen Schritten folgen und sein Versprechen empfangen. Diejenigen, die dies nicht tun, werden einem überwältigenden Unheil und verdienter Strafe unterworfen werden. Ach, die Worte des allmächtigen Gottes regen zutiefst zum Nachdenken an. Sie weisen uns einen Weg, wie wir unsere Verderbnis verlieren und gerettet werden können. Wir müssen das gründlich unter die Lupe nehmen. Das Wort des allmächtigen Gottes ist die Wahrheit, der Weg, das Leben. Nur wenn wir die Züchtigung und das Urteil Gottes in den letzten Tagen annehmen, können wir Gottes Segen und Verheißung erlangen. Ja, wir können unsere eigene Sünde nicht beseitigen, nicht wahr? Dem Wort des allmächtigen Gott zuzuhören hat mich plötzlich erleuchtet. Ich habe wirklich den Weg gefunden, die Sünde loszuwerden. Dank und Lob sei dem allmächtigen Gott, nachdem ich es in den letzten Tagen untersucht habe, fühle ich von Herzen, dass die Worte des allmächtigen Gottes doch tatsächlich sehr praktisch sind. Auch wenn ich in diesen Tagen nicht viele der Worte von Gott verstand, haben diese Worte doch mein Herz berührt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz neuer Anfang für mich wird. Dank sei dem Herrn, dass er mich diese Worte hat vernehmen lassen, die mir hier zuteil wurden. Es hat viel von der Verwirrung gelöst, die ich in vielen Jahren des Glaubens an Gott hatte. Ich fühle mich innerlich sehr erhellt. Ich danke und lobe den allmächtigen Gott. Viele Jahre war ich überzeugt, der Glaube an Jesus bedeutet, bereits durch Gnade gerettet zu sein und dass meine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden alle vom Herrn vergeben worden waren und würden. Und alles, was ich tun musste, war darauf zu warten, dass mir der Herr das Erbe des Reiches Gottes schenkt. Dementsprechend war ich oft dankbar. Aber ich konnte mich nicht von den Problemen der Sünde befreien. Die Anschuldigungen meines Herzens nach dem Sündigen machten mich unfähig, Frieden zu finden. Ich fühlte mich der Gnade des Herrn immerzu unwürdig. Ich konnte mich auch nicht den Brüdern und Schwestern stellen und war es auch nicht wert, von der Kanzel aus zu predigen. Ich hatte nur eine Frage, die ich mir immer wieder stellte. Für einen Sünder wie mich, der derartig sündig ist, wie kann ich den Segen des Herrn annehmen, wenn er wiederkehrt? Wie kann ich es wagen? Wie kann ich dem heiligen und gerechten Herrn gegenübertreten? Um mich meiner Sünde und Gotteswidrigkeit zu entledigen, dafür hab ich einst qualvoll gebetet und vergeblich gesucht, aber die wahre Antwort fand ich nie. Tatsächlich ist die Errettung des allmächtigen Gottes bereits längst über mich gekommen. Nur durch meinen blinden Ungehorsam habe ich verdammt, verurteilt und habe mich dagegen verzweifelt gewehrt. Ich war blind. Dank sei dem allmächtigen Gott, dass er einen Sünder wie mich nicht verlassen hat. Amen. Durch die Kommunikation der Brüder und Schwestern in den letzten Tagen
verstehe ich, dass der allmächtige Gott wirklich die Wiederkunft des Herrn ist. Amen. Amen. Sein Gericht der letzten Tage kann uns vor der Sünde retten. Ja, sein Gericht der letzten Tage kann uns vor der Sünde retten. Amen. Dank sei dem allmächtigen Gott. Er erlaubte mir Gottes Erscheinung in diesem Leben zu sehen. Amen. Amen. Dank und Lob sei dem allmächtigen Gott. Amen. Amen. Vielleicht ist diese Beobachtung unbefristet. Und vielleicht ist diese Beobachtung zu Ende. Aber du solltest genau wissen, wo dein Herz und Geist jetzt sind. Allmächtiger Gott, ich habe dich immer wieder in verschiedenen Religionen und Konfessionen gesucht. Aber ich war zu dumm und blind, einfach unfähig, deine Stimme zu erkennen. Ich war zu dumm, zu dumm, zu dumm. Ich sollte wirklich verdammt werden. Ich bin verdammt, verdammt. Allmächtiger Gott, ich war wirklich zu blind, einfach zu blind. Ich bin blind. Blind. Allmächtiger Gott, ich hielt fest an. Glaube nur, du wirst gerettet. Und doch lebte ich weiterhin in Sünde. Ich lebte weiter in Sünde. Ich lebte weiter in Sünde. Ich lebte weiter in Sünde. Ich hielt mich an der Bibel fest und behielt nur meine eigenen religiösen Vorstellungen bei. Nur die eigenen religiösen Vorstellungen behielt ich bei. Die Bibel. Allmächtiger Gott, ich kenne dein Werk noch gar nicht. Nein, ich kenne es noch gar nicht, überhaupt nicht. Oh Gott, ich habe mich geirrt. Bitte verzeih mir. Einem Sünder, der sich dir widersetzte, bitte verzeih mir. Obwohl ich es nicht wert bin, vor dich zu kommen, ich bin es nicht wert. Ich möchte dir nur den Rest meines Lebens schenken, um dir deine Liebe zu vergelten. Oh Gott, oh Gott! Er wird alle Menschen im ganzen Universum dazu veranlassen, zu ihm zu kommen und den Gott auf Erden anzubeten. Und sein Werk an anderen Orten wird ruhen, und die Menschen werden gezwungen sein, den wahren Weg zu suchen. Es wird so sein wie bei Josef. Jeder kam wegen Nahrung zu ihm und verbeugte sich vor ihm, denn Josef hatte Sachen zum Essen, um eine Hungersnot zu vermeiden, werden die Menschen gezwungen sein, nach dem wahren Weg zu suchen. Die gesamte Religionsgemeinschaft ist am Hunger. Und nur der Gott von heute ist der Urquell lebendigen Wassers im Besitz
des ewig fließenden Urfelds, der für den Genuss des Menschen zur Verfügung steht. Und die Menschen werden kommen und auf ihn angewiesen sein. Dies wird die Zeit sein, wenn die Taten Gottes offenbart werden und Gott verherrlicht werden wird.